Ich habe gesehen auf deinem YouTube-Kanal, da hast du, den Dr. Peter Jäger habe ich ein Video gesehen mit dir. Ihr seid ja Kollegen sozusagen. Und ich habe auch eine coole Geschichte mit dem Peter Jäger zusammen. Der ist ja großer David Bowie-Fan. Und ich habe ihn mal, ich habe gesehen, er hat Geburtstag in Facebook. Ich habe vorher noch nie mit ihm geschrieben gehabt. Und da habe ich ihm Kohlezeichnungen, ich mache so Kohleporträts mit den Fingern. Und da habe ich ihm so zwei Kohleporträts gezeichnet. Ich glaube, zwei waren es vom David Bowie. Da hat er sich sehr gefreut. Und zum Dank hat er mir die Originalpublikation von Heteropoda David Bowie zukommen lassen. Das fand ich super cool. Cool, sehr, sehr geil. Siehst du, läuft. Siehst du, man muss nur miteinander reden und zeichnen und dann passt das schon. Genau. Woher kommt denn bei dir deine Faszination für die ganzen wirbellosen Tiere? Ich, keine Ahnung, also ich bin halt sehr spezialisiert häufig in so einzelnen Wissensgebieten und ich komme aus einer Zeit, als du noch im Biostudium Zoologie und Botanik als echte Fächer hattest. Also da musstest du was über echte Pflanzen und echte Tiere lernen. Botanik musste man nicht mehr als sogenannte Exkursion, also einen Ausflug machen, wo du Pflanzen draußen angucken musstest. Das war bei uns schon ein bisschen biochemischer und ging so mehr um den Zellaufbau. Aber Zoologie, da waren noch lauter Leute, die mit den echten Tieren gearbeitet hatten. Zum Beispiel Professor Engländer und Frau Fräulein Jonen, die musste man Fräulein ansprechen. Die war aber da schon 70 und dann später auch 80 oder so. Auf jeden Fall, die musste man so ansprechen. Und die beide Professoren, Zoologieprofessorin, Professor, die hatten auch noch in Deutsch-Südwest, also Namibia, mit irgendwelchen Käfern, die bei glühender Hitze über den Sand laufen, gearbeitet, für sehr viele Vögel beobachtet. Wir hatten unten im Kurs da eine riesige Kartei aus Papier, wo die Leute einsenden konnten, wo sie Vögel gesehen hatten. Viele Leute sind damals in Naturschutzeinrichtungen gegangen, die damals entstanden sind, also viele Studierende von denen. Das waren für mich dann schon die Älteren. Die haben dann sich um Bäume und auch Vögel und Flüsse und Teiche und sowas gekümmert. Also, und da sind die wirbellosen Tiere eigentlich sehr wichtig. Also, ich habe ja unter anderem mit diesem Fadenwurm gearbeitet, der ist so einen halben Millimeter groß und durchsichtig, der die eingeführt hat in die Genetik, in die Entwicklungsgenetik, hat auch einen Nobelpreis dann dafür bekommen. Das haben wir auch noch miterlebt. Und ich selber mag einfach alles, was kreucht und fleucht, so. Das ist einfach eine persönliche Vorliebe. Ich habe da gar nicht so viel Ahnung ursprünglich gehabt. Da bin ich erst über Naturschutzsachen so richtig reingekommen. Ich kannte eher einzelne Tiere. So dieses Netz des Lebens, das war für mich eher eine Selbstverständlichkeit. Ich habe in deinem Büro, glaube ich, war das, habe ich in dem Video, in dem Interview gesehen, dass du hast so ein Terrarium irgendwo im Hintergrund stehen. Ein Terrarium, hast du da irgendwas drin oder ist das nur? Ja, Fauchschaben, kann ich euch zeigen. Also die stehen hier tatsächlich hinter mir. Warte mal. Die sind jetzt ein bisschen müde, weil erstens habe ich es geputzt und zweitens ist es für die ja Nacht sozusagen, aber die sind hier drin und ja, jetzt kommen wir mal her. Da, die wohnen da und machen da ihr Ding, ja. Cool. Ja, Riesenviecher. Nee, das ist noch eine kleine, wirklich. Also die werden recht groß. Aber das sieht man jetzt vor der Kamera, kann man das natürlich auch nicht so beurteilen. Also so groß sind sie jetzt auch wieder nicht in Wirklichkeit. Also ich glaube, das ist eher so, dass man sich denkt, so, oh mein Gott, und es ist auch noch groß und es krabbelt. Also in Wirklichkeit ist das alles harmlos. Ne? Meine Frage an für Laien, was fressen die eigentlich? Ich bin jetzt so gar nicht in diesem Insektenthema drin, deswegen. Schaben, ja, ich nehme an, die fressen alles. Also Schaben sind wie Menschen Allesfresser, aber ich denke, dass die, wenn du denen jetzt, also wir geben denen halt also Kartoffelschalen und Gebüsch, meistens kriegen sie Gebüsch. Oder wenn die Tina, meine Mitarbeiterin, da ist, dann füttert die auch heimlich, dann kriegen sie auch mal irgendwie Früchte oder Karotten oder so, weil sie die irgendwie so verhätschelt. Aber also denen kannst du im Grunde, also wenn du denen so ein Gebüsch, also bei uns wächst ja wie verrückt, wir sind ja im Rheinland, da ist ja total warm, ne? Da wächst ja alles wie bekloppt. Und dann nimmst du einfach vom Gebüsch, nimmst du so ein, alles, was übersteht, so von der Hecke kann man sich vorstellen jetzt. Und das tust du denen rein und erst fressen sie nur die ganz zarten jungen Blätter und dann fressen sie irgendwann die normalen Blätter und dann irgendwann aber auch die eigentlich auch total weiche Rinde. Also das sind halt kleine Prinzessinnen. Ich nehme an, das Wort Ekel kommt in deinem Repertoire nicht mehr so vor, oder? Och, was heißt Ekel? Also es gibt schon Sachen, also Haare im Abfluss finde ich scheiße, alles dieses ganze stinkende Leberwurstzeug und irgend sowas finde ich auch total ekelhaft. Also so ist es jetzt nicht. Nur es ist, ja, also eigentlich, Ekel ist wahrscheinlich, also ich musste mit meiner Frau mal so einen Film gucken, da halt von Disney, da sind die Hauptdarsteller so Figürchen, die stellen Gefühle dar. Ich habe vergessen, wie der heißt.
sehr bekannter Disney-Film aus den letzten Jahren. Und ja, ich weiß, ja. Da habe ich überhaupt nichts verstanden. Also einfach gar nichts. Ich habe den kompletten Film nicht verstanden, von vorne bis hinten. Und deswegen habe ich mir so eine Gefühls... Da gibt es, das, da könnt ihr mal googeln, das heißt Gefühlskreis, irgendwie aus der Psychologie, und da stehen alle Gefühle drin. So. Und da habe ich mal nachgeguckt, also das ist kein Ekel, aber es ist ein anderes Gefühl, aber es ist eine sehr starke Abneigung. Ich mag Gewalt nicht. Also alles, was so, wo Leute aufeinander drauf kloppen oder auch im Film, wo die sich dann abknallen, weil sie sich im Weg stehen oder überhaupt auch schubsen, kann ich schon nicht leiden. Ich kann es einfach nicht leiden. Also das wäre eher die richtige Antwort. Also da habe ich eigentlich eine besonders starke Abneigung gegen, ja. Ich glaube, der Film heißt Alles steht Kopf, wenn ich mal. Ah, ja, genau. Alles steht Kopf auf Deutsch. Ja. Genau. Ich weiß nicht, wie auf Englisch heißt. Ja, ja, genau. Stimmt. Ja. Also, Boxkämpfe sind dann auch nichts für dich. Also, ich finde das eher, das ist für mich eher befremdlich. Also, Boxen, also die Schaben, die ihr gerade gesehen habt, nachts, jede Nacht, jede einzelne Nacht, verhandeln die, wer die coolste männliche Schabe ist. Die Weibchen machen das nicht, nur die Männchen. Und wer oben sitzen darf, also wer oben auf diesen ganzen Ästen sitzen darf, der ist der coolste. Muss jede Nacht neu verhandelt werden. Ein Riesentheater, Gezische, die können fauchen und dann schmeißen sie sich gegenseitig runter und diesen. Und für mich ist ein Boxkampf genau dasselbe. Das ist halt so ein ritualisierter Fight. Dann würde ich halt, wie bei den Schaben, würde ich am Ende sagen, okay, wollt ihr jetzt ein Limo haben oder was? Aber könnt ihr das nicht einfach auch bleiben lassen? Ich meine, ich verstehe es einfach nicht. Also bei Boxkämpfen ist es mir relativ egal, weil ich meine, die wissen ja, was sie tun. Ne? Aber ich verstehe, ich finde es befremdlich und überflüssig. Würde mich lieber mit denen unterhalten über irgendwas. Ne? Ich habe gehört, du hattest mal einen Huhn als Haustier, einen Huhn vom Friedhof, stimmt das? Ja, das stimmt. Das war aber auf dem Grab meines Opas aus, ich habe ja 4 Großelternpaare, weil wir so eine Patchwork-Familie sind. Das waren die aus Köln-Poll. Ja, der war bei der Sparkasse. Und der war tot und da sind wir mit der Oma immer zum Grab gegangen. Die Oma, die war sehr wortkarg. Das war für uns sehr gut, weil wir durften dann stundenlang Comics lesen. Also sie hat uns dann beaufsichtigt, sie hat uns immer neue Comics gekauft, was sonst nicht so cool war. Und ich glaube, das mit deiner Kamera, das wird nichts mehr. Also, ja, ich habe uns immer fuchtelt, tut mir leid. Das ist übersinnlich, ja. Das war also eigentlich ganz nett und da gehörte auch immer dazu, das nennt man in Köln Wäckchen, das heißt in anderen Regionen Milchbrötchen oder wie auch immer. Könnt ihr euch wie so Stuten oder Stollen vorstellen, das gibt es so als Brötchen. Und dann haben wir immer, da sind wir hingegangen, dann hat sie das mit Bottram, das ist das kölsche Wort für Margarine oder Butter. Sie hat da natürlich Butter drauf getan. Am Krieg gab es aber nur Bottram. Das war auch mal eine echte Marke. Botteram hieß die. Aber das ist eine stehende Wendung wie Tempo geworden für Taschentücher hier in Köln. Und dann bekamen wir am Grab vom Opa immer jeder so ein Wäckchen, Bottram-Wäckchen. Und deswegen war das für uns ein sehr schöner Ort. Und dann sind da die, da ist da mal so ein Huhn Perlun rumgelaufen. Da war die Oma aber nicht dabei. Da sind wir so hingegangen. Und dann haben wir das mit nach Hause gebracht. Das fanden unsere Eltern dann nur so Mittel. Ja, stimmt. Das mussten wir dann auch freilassen wieder. Das wollte nicht freigelassen werden. Ich meine, das hätte ja wegflattern können über die Balkonbrüstung, aber meine Eltern fanden das scheiße, ja. Stimmt. Ich hatte mal eine Laufente als Haustier, leider. Ich bin nicht stolz drauf. Aber wenn du sie rettest, also ich war gerade auf dem Tierrettungshof, könnt ihr auch angucken, das Video, oder können wir verlinken. Wenn du sie rettest davor, dass sie jetzt da umgebracht oder sonst wie schlecht behandelt werden, also so sind es coole Tiere, aber... Also ich möchte niemanden langweilen mit der Geschichte, aber wir haben für einen Kumpel Enten geholt, für seine Eltern zum Schlachten. Und ich fand diese Laufenten so cool und es war ziemlich viel Bier im Spiel. Und wir haben uns, mein Kollege, der gefahren ist, und ich, wir haben uns jeder eine Laufente gekauft. Also ich bin nicht stolz drauf, wie gesagt. Und natürlich wussten wir nicht, wohin damit, als wir dann zu Hause waren. Es gab keinen Stall oder so. Und dann hat die so 14 Tage bei mir im Bad gelebt. Ja, das ist klar, scheiße. Nee. Aber solange du sie wieder freilässt irgendwie oder in vernünftige Bedingungen bringst, ich meine, weißt du, nur, dass man mal, sagen wir mal, ich meine, du also solange du die Tiere jetzt nicht folterst oder quälst oder so jetzt aktiv, ne, ich meine, ich denke mal, Menschen und Tiere können das auch schon mal überleben, unter schlechteren Bedingungen ist mal eine Zeit lang aushalten, wo sie auch wirklich gut ernährt werden und irgendwie halbwegs vernünftige Bedingungen. Ich meine, das ist nicht toll, da braucht man, wie du schon sagst, nicht stolz drauf sein, aber das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, wenn du halt den Fehler mal machst. Das ist wie mit Kaninchen oder so. Ich meine, das sind halt auch keine Haustiere. Aber wenn du das halt einsiehst und dann das Kaninchen dann in eine Gruppe bringst, im Tierheim oder so, und die ganze Gruppe wird dann irgendwo vielleicht auf irgendeinen Tierhof gebracht. Ich meine, das ist ja, ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Also toll ist es nicht, aber es gibt sicher Schlimmeres, was man im Leben so verbocken kann.
wie robust manche Tiere sind, das sieht man in der Reptilienszene. Ich will jetzt nicht so sehr abschweifen vom Thema, aber bei Schlangen und Echsen habe ich, komme ein bisschen aus der Szene, aus der Ecke, habe ich schon Sachen gesehen bei Leuten zu Hause, wie die Tiere gehalten werden. Wirklich, fragst du dich, dass die noch leben? Ja, ich meine, die Schlangen, die in Terrarien eingesperrt sind. Also ich meine, jede Schlange, die in Terrarium eingesperrt ist, ist eine Krankheit, ne? Also das geht überhaupt nicht. Und das ist richtig. Also wir sagen ja immer in der Biologie, Reptilien und Amphibien, soweit die, das gibt es ja auch, so eine Szene, die sterben einfach langsam. Also das ist das Geheimnis von denen. Die sterben einfach langsam. Sobald du die in dein Terrarium reinsteckst, fängt halt das Sterben an. Das kennt man von Landschildkröten oder so. Die sind einfach. Die machen, also, wie soll ich sagen, du quälst sie halt, da sie sich aber nicht äußern können, merkst es nicht, auch bei Schlangen. Und so sterben die halt langsam vor sich hin. Und wir sind das halt gewohnt, dass Lebewesen schnell sterben, aber die sterben halt einfach langsam. Also, es ist halt eine Horrorquälerei, ja, ist richtig, ja. Gerade bei Schildkröten, ja, die wollen ja auch viel laufen, sind ja auch Tiere, die Bei wandern. Schlangen auch. Also, du kannst keine Schlange in der Wohnung, in ein Terrarium tun, das ist super sick. Also, ich meine, kannst du schon, aber das ist sicher nicht artgerecht, ne? Also. Ja, da bin ich übrigens schuldig, denn ich habe eine Schlange. Kein Problem, du kannst machen, was du willst. Ne? Ich meine, wie auch. gesagt, man muss halt nur gerade stehen dafür, dass man es halt macht. Ne? Ist halt auch, ich habe schon oft Schuldgefühle, weil das Terrarium auch nicht so mega groß ist, ne? Und dann, das ist ein großes Tier und dann, aber es ist halt auch so, wohin? Ja, Damit. kann ich dir sagen, wohin? Rufst du meinetwegen im Aquazoo an oder sowas, dann haben die wenigstens eine Umgebung, wo die halbwegs in eine, also schon mal einen Schritt besser gehalten werden. Ne? Ich meine, die natürlich jetzt wieder auswildern oder so, je nachdem, was du da hast, das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber, oder. Also es gibt halt, oder es gibt auch alle möglichen Stellen. Zum Beispiel der Kölner Zoo, der hat dann, ist jetzt auch nicht toll, aber die haben für so, ich sage jetzt mal für Laien, so, das sieht aus wie so ein kleiner Leguan, ja, so, nur für Laien. Da haben die halt so eine riesige Sandfläche geschaffen, wo die dann halt wenigstens zumindest ein bisschen buddeln können und miteinander sich so unterhalten, wenn du so willst und so. Und die Wärme kommt aus der richtigen Richtung, also nicht von der Heizmatte, weil in der Natur kommt die Wärme jetzt auch nicht aus dem Erdmittelpunkt. Und so, also man kann auf jeden Fall immer versuchen, es ein bisschen besser zu machen. Das denke ich schon. Jetzt hast du ja im Zuge deiner Arbeit viel mit Toten zu tun, leider. Hattest du mal einen Fall, weil wir gerade beim Thema Tiere sind und vorhin bei Wirbellosen waren, hattest du mal einen Fall, bei dem jemand durch eine Spinne oder einen Skorpion, durch das Gift von so einem Tier ums Leben gekommen ist? Also ich rede jetzt wirklich nicht von einem Bissunfall oder Stichunfall, Ja, sondern von Mord, ja? also ich kann, ja, warte mal. Also da gibt es zwei Bücher zu, die ich euch da empfehlen kann. Nee, ist jetzt, kram ich jetzt nicht raus, kann ich, warte mal, oder ich erwähne die mal. Das eine ist vom Kollegen Maps, also Martha, Emil, Bertha, Siegfried, der hat an der damaligen Rechtsmedizinzentrum Frankfurt viel drüber gearbeitet. Und dann gibt es noch von Levin, das kann ich euch aber doch zeigen. ach nee, das habe ich gerade, nee, das habe ich gerade meiner jüngsten Studentin geliehen, die soll sich mein Gift da einarbeiten. Ich dachte, die ist jetzt 15, da kann sie jetzt sich mal da durcharbeiten. Also wenn man sich das anguckt, also wenn das Tötungsdelikte sind, dann kriegst du es nicht raus. So würde ich es jetzt mal kurz formulieren. Das ist so ähnlich wie diese verdeckten Suizide. Wenn du weißt, wie Suizidierende oder Suizidenten sich verhalten oder so, das ist eigentlich mit ein bisschen krimineller Energie, Böswilligkeit und extrem schlechten Karma. Hast du eine ganz gute Chance, das so zu verdecken. Und das ist mit den Gifttieren auch so. Ich meine, nehmen wir mal an, du hast sie zu Hause. Selbst wenn du sie zu Hause hast. Klar, du kriegst natürlich dann eine Strafe dafür, dass du halt dein giftiges Lebewesen da hast rumlaufen lassen. Aber wegen der Tötung wird ein bisschen schwierig, dich anzuklagen. Ich meine, man kann das dann zusammenbasteln. Zum Beispiel der Klassiker ist über eine Lebensversicherung. Aber wenn du jetzt eine gute Verteidigung hast, dann sagt die Verteidigung, ja, aber Herr Richter, Vorsitzender Richter, Richterin, haben Sie nicht auch eine Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit mit Ihrem Partner, Partnerin oder so? Also das hängt alles von deiner Verteidigung ab. Insofern, also ich kenne eigentlich überhaupt keine Fälle, wo das sicher bewiesen ist mit Tieren. Das wäre mal eine Frage gewesen, wie man das nachweisen kann. Jetzt so ein Skorpion, der hat so einen winzigen Stachel. Vermutlich hinterlässt er jetzt auch irgendwie an der Stichstelle ein bisschen irgendwie einen roten Fleck oder irgendwas. Natürlich auch, nachdem du tot bist, nehme ich an. Aber wenn du jetzt, sag mal, die ungeliebte Oma irgendwie um die Ecke bringen willst und die eh schon irgendwie 98 ist und nicht mehr gut zu Fuß und bettlägerig und was weiß ich, prüft da jemand sowas?
Also bei der bettlägerigen, schwerkranken Oma und Opa wird überhaupt nichts geprüft. Das wissen wir ja schon alleine daher, weil es sonst nicht so viele Todesengel gäbe. Ich sammle die der erste Todesengelfall, den ich gesehen habe, ist, glaube ich, 1992. Da habe ich das erste Praktikum in der Rechtsmedizin gemacht, als Biologe, ne? Und da habe ich angefangen, diese Todesengelfälle zu sammeln, weil ich auch eine kennengelernt habe. Eine ist polizeilich sehr, sehr stark unter Druck gesetzt worden von denen, zu einer Zeit, als die Giftuntersuchung noch nicht so gut war. Und die ist dann zu mir gekommen, weil die Leute immer denken, ich könnte ihnen aus jeder Scheiße helfen und hätte da Interesse dran, ja. Also irgendwie dann so, also ich bin eigentlich nur Kriminalbiologe. Ich bin jetzt eigentlich nicht dafür da, Menschen, die ihre Schwiegereltern im Bett erstochen haben, da irgendwie rauszuholen. Ich weiß nicht, sehe ich aus wie ein Anwalt oder sowas, ne? Keine Ahnung. Und da habe ich also diese Fälle gesammelt. Das ist einer der größten Fallordner, die wir überhaupt haben, von allen Fällen. Also wir sind jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wo wir sind, bei über 1000 Fällen. Und die Todesengel sind eine Plage dieser Erde, wirklich. Deswegen, da brauchst du dir also bei alten Leuten, die sowieso nicht mehr so, also die jetzt gerade, auch wenn die schon viele Krankheiten haben, Vorerkrankungen haben, also da brauchst du jetzt nicht mit dem Giftskorpion ankommen. Da kannst du eigentlich machen, was du willst, mehr oder weniger. Ich meine, das Pflegeheim hat auch kein Interesse dran, dass da irgendwas in der Zeitung steht. Die Todesengel sind eigentlich sowieso auffällig, wenn du mich fragst. Also die haben immer schon Spitznamen, fast immer. Die heißen sogar teilweise schon Todesengel innerhalb der Belegschaft. Also ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach hätte es den letzten Todesengelfall in Deutschland, Schweiz, Österreich vor 15 Jahren geben dürfen, weil du das eigentlich wirklich sehr, sehr leicht rauskriegen kannst, und ist aber leider nicht so. Wie genau meinst du das? Ja, du siehst das natürlich dran, weil die haben ja ein großes Problem. Das kann man auch ruhig sagen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, da verrate ich nichts. Entweder wechseln die häufig den Job, weil man sie halt weglobt, ne? Also weil die Krankenhaus, Pflege, was auch immer Leitung sagt, okay, guter Mann, gute Frau, nur leider sterben irgendwie immer so viele Leute. Aber die setzen sich unheimlich ein, machen Nachtschichten zu Zeiten, wo keiner arbeiten will, Silvester und Weihnachten und so. Also gut, ne? Dann kriegen die jetzt halt ein sehr gutes Zeugnis, dann haben wir das Problem einfach nicht mehr, und vielleicht ist es ja auch gar kein Problem jemals gewesen. Und die zweite Sache ist, ich meine, du kannst es ja sehen, also messen, bei welchen Diensten die Leute unter welchen Umständen sterben. Die wenden ja auch häufig ähnliche Methoden an, ne? Also nicht immer, aber häufig, weil viele von denen wollen ja auch bei der Rettung dabei sein. Also es gibt ja auch diese Todesengel, die Spaß dran haben, dass die Leute gerettet werden und sie sich als Retter dann aufspielen können und Retterin. Und also das ist total auffällig, wenn du mich fragst. Da müsste man halt nur eine Statistik führen, die nicht zugänglich ist für das Personal. Also so eine Art unabhängige Stelle, die auch nicht bestechlich ist und mit keinem ins Bett geht und sonst irgendwas macht. Und dann geht das eigentlich. Aber hat sich noch nicht durchgesetzt. Ich habe die Tage ein bisschen recherchiert im Internet, gerade zu den Giften. Und da habe ich gelesen, der spanische Pornostar Nacho Vidal wird verdächtigt, Schamane eines mystischen Krötenrituals zu sein. In seinem Haus ist ein Mann ums Leben gekommen. Er hatte im Haus des Sexdarstellers Krötengift geraucht. Ich stelle mir vor, dass solche Gifte schwer zu dosieren sind, wenn man die rauchen möchte oder zu irgendwelchen Zwecken konsumieren möchte. Also die sind allein schon deswegen alle schwer zu dosieren. Selbst wenn du Erfahrungen mit irgendwelchen Substanzen hast, zum Beispiel im Altersheim, Fentanylklaus, Fentanylpflaster oder in der Krebsstation oder so. Weil zum Beispiel, wenn du die auskochst, woher willst du wissen, wie viel da drin ist? Und dann wirst du empfindlicher, unempfindlicher dagegen. Also ich kann dir mal ein Beispiel aus Köln sagen oder überhaupt aus Deutschland. Als auf einmal die ganzen chemischen Drogen kamen, die also im Labor in der Colaflasche wirklich hergestellt werden oder halt in größerer Menge dann auch in größeren Kanistern, da ist auf einmal das Heroin total rein gewesen eine Zeit lang, weil man also super hart hämmernde Drogen zur Verfügung hatte, die viel billiger waren. Da sind die Leute dann an ganz normalen Straßenheroin gestorben, weil das auf einmal so sauber war, ja. Weil es überdosiert war, weil es nicht so oft gestreckt war. Also die Dosierung ist, deswegen nehmen ja in den USA, wo die Leute gerade wie die Verrückten sterben an den Betäubungsmitteln, deswegen nehmen die ja verschreibungspflichtige Medikamente, weil du dann wenigstens sicher sein kannst, wie viel drin ist. Ah, okay. Sie sterben aber trotzdem, weil sie halt alle total süchtig werden und alle möglichen anderen Erkrankungen kriegen, Gesundheitsschäden und dann durch Gesundheitsschäden, die danach dann entstehen, sterben. Also, ja. Gibt es ein Gift, das gar nicht nachzuweisen ist oder übersehen? Also, alle Gifte sind im Prinzip nicht nachweisbar, wenn keiner dran denkt. Und jedes Gift ist nachweisbar, wenn jemand dran denkt. Und alles dazwischen. Okay.
Julia. Hau ja, erstmal liebe Grüße. Ich komme auch aus Köln. Muss ich hier gerade mal erwähnen, daher kenne ich das Bäckchen. ja, ich bin kölsches Mädchen, bin in Norden jetzt gerade gelandet. Und ja, da fällt mir ein, momentan lese ich ein Buch von dir. Und zwar dieses Vampire sind unter uns. Und da hat sich mir jetzt gerade die Frage gestellt, du hast gerade über Morde erzählt, Giftmorde. Hast du denn auch schon mal einen Mord in dieser Szene erlebt? Oder da an den Tatort, gibt es dort auch wirklich Blutmorde, sage ich mal? Zu viel Blut rausgezogen? Ist sowas bekannt auch in dieser Szene? Also ich bin jetzt bei der Hälfte ungefähr von dem Buch, da war jetzt so noch nichts. Nee, das Buch hat damit nichts zu tun, okay. Aber ich kann es dir trotzdem beantworten, weil ich natürlich da selber auch Interesse dran habe an so kriminalistischen Fragen. Also es gibt Fälle, zum Beispiel einen berühmten australischen Fall, wo sich das überlappt, so mit Gothic-Subkultur, wobei die Vampire und Gothic eigentlich nicht zwingend was miteinander zu tun haben. Also die haben zwar eine große Schnittmenge, aber und da kann das schon mal passieren, dass dann so Subkultur-Vampire sich irgendwelche unerfahrene Gothic-Mädchen suchen, so wie die Fotografen, die dann hingehen und sich einfach schüchterne Mädchen suchen und sagen, komm, du bist so schön und mein Gott, ne, das lass uns doch was zusammen machen und dann da vielleicht auch sexuelle oder andere Interessen da gleichzeitig mitverfolgen. Das gibt es natürlich, klar. Und da gibt es manchmal Delikte, die sind aber wirklich, ich würde mal sagen, das ist eher Zufall. Also die spielen dann durch Zufall auch in der Gegend. Das hätte aber auch passieren können, wenn die jetzt beide nur Gucci tragen und Versace und sich nur auf einer Sektparty gerne rumtreiben. Dann wäre das genauso passiert, weil die Persönlichkeiten so gestrickt sind. Mit Blut hat das meistens nichts zu tun, sondern eher mit irgendwelchen persönlichen Auffälligkeiten und dann passiert dann halt irgendwas Blödes. Sexualdelikte, Tötungsdelikte oder so. Wie gesagt, das hängt aber eher mit den Persönlichkeiten zusammen. Es gibt aber Fälle, die sind sehr tief in der Subkultur, die werden auch nie in der Presse berichtet, das erfährt auch nie jemand, wo eher Leute da sich in die Subkultur einschleichen, die so unterschwellig suizidal sind. Und die legen es dann schon mal darauf an, dass die hohe Mengen Blut entnommen bekommen und dann finden die natürlich irgendwen, manchmal, der dann unverantwortlich das macht. Also passiert ist da noch nichts, dass da mal jemand gestorben ist, aber ich habe da schon persönlich Krankenhausaufenthalte erleben dürfen und auch da würde ich wieder sagen, ehrlich gesagt, wenn du so eine Persönlichkeitszusammenstellung in einer anderen Szene hättest, nehmen wir jetzt mal wieder unsere Versace Sektparty, dann würden die sich halt mit Koks und Alkohol wegballern und es darauf ankommen lassen. Also so gesehen, das gibt's tief in der Subkultur eingebettet, da habe ich auch direkte Kenntnis von, aber auch, ist eine Persönlichkeitsfrage und kann überall passieren. Okay, dann würde ich gerade noch anschließend dazu direkt noch eine Frage stellen und zwar haben wir ja auch viele jetzt Leute gehabt, die aus dem esoterisch-spirituellen Bereich kommen. Da gibt es ja auch Rituale, die vollzogen werden, etc. pp. Ist dir da was bekannt so aus deiner Arbeit? Bist du mal an so Orte gekommen, wo wirklich mal vielleicht ein Ritual daneben gegangen ist und vielleicht mal ein toter Mensch lag oder Tiere? Nee, also, ja gut, bei Tieren weiß es immer nicht. Das ist sehr schwierig. Also das wird ja nur lokal berichtet, wenn dann tote Katzen oder Tauben auf dem Friedhof liegen. Das ist halt schwierig, weil wenn das jetzt richtig, also wenn das härtere Vereinigungen sind aus dem, ich will es jetzt gar nicht esoterisch nennen, einfach dass irgendwelche Spinner, die irgendeine Gruppe bilden, die dann von den kirchlichen Gemeinden oder von den Sekten stellen, die werden dann immer Sekten oder sowas genannt, aber nennen wir es einfach mal ein Spinnergrüppchen, was der Meinung ist, dass man Leben vernichten soll, ja, da kriegst du es kaum raus, weil wenn du dann auf den Friedhof gehst, ich meine, es könnte halt sein, dass zum Beispiel, wenn du tote Tauben siehst, dass das irgendein Tier war. Ich poste auch manchmal so Befunde und dann sagen auch gerade Jägerinnen und Jäger, sagen dann auch, nee, das kann das und das Tier gewesen sein, das habe ich schon 100 Mal in meinem Leben gesehen. Das braucht jetzt, das ist, und auf dem Friedhof leben halt viele Tiere, wenn das ein alter Friedhof ist. Bei Katzen ist es natürlich so, dass Katzen werden auch gerne von Psychopathinnen und Psychopathen, die das probieren einfach mal, die Foltern probieren. Aus irgendeinem Grunde haben die da Spaß an Katzen, wahrscheinlich, weil die Katzen manchmal zutraulich sind und man mit denen das leichter machen kann als mit einem Fuchs oder so, weil der Fuchs halt nicht so zutraulich ist, außer er hat gerade Tollwut, ne? Oder weil Katzen leichter verfügbar sind. Also das gibt's schon, aber ich würde das sehr selten der echten esoterischen Strömung zuordnen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich wirklich trenne, weil wenn du zum Beispiel eine Gruppe, die sich selber als eine esoterische Gruppe ansieht
und aber der Meinung ist, dass sie, das gibt es ja auch, dass man lebensunwertes Leben von Menschen vernichten soll oder eben auch Tierrituale machen soll mit irgendwelchen lebenden Tieren, die man dann in den Tod bringt oder so, weil man dann in der Gruppe da aufsteigen kann. Ich weiß nicht, dann würde ich dieselbe Antwort geben wie vorhin, dann haben die Leute echt ein Persönlichkeitsproblem und das hat mit Esoterik nichts zu tun, sondern die suchen sich dann einfach irgendeine Gruppe, in der sie ihre Persönlichkeitsschwierigkeiten ausleben können. Und ich denke, das ist eine Verdrehung der Tatsache, wenn du dann sagst, ja, das ist esoterisch bedingt, sondern es ist umgekehrt. Die suchen sich Leute, die halt auf sowas irgendwie stehen oder irgendeine Führer- oder Führerinnenpersönlichkeit toll finden oder wo alle so persönlichkeitsschwach und mega krass auf Anerkennung aus sind und im normalen Leben halt keinerlei Anerkennung haben. Und dann müssen sie sich halt dadurch größer machen, dass sie angeblich schwächeres Leben vernichten oder so. Aber irgendwie, sagen wir mal, für mich gehört zu einer guten esoterischen oder magischen oder sonstigen Strömung gehört ja dazu, dass das Menschen in einer irgendwie in einer Weise weiterbringt, die nicht nur auf den ersten Blick die eigene Persönlichkeit verändert. Das gibt es ja in manchen Gruppierungen, dass sie sagen, ich bin wichtig, ich habe den bestimmten Pfad von einer bestimmten Hand und es geht um mich, ich bin das Zentrum von allem und ich muss mich weiterentwickeln und so. Das gibt es ja auch im Coaching-Bereich, also im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, was gar nichts mit Esoterik auf den ersten Blick zu tun hat. Ich muss mich verändern, es geht um mich, ich muss mir was holen, ich muss mich verbessern, ich verdiene mehr, ich und bla 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 und ich kann mit sowas nichts anfangen und ich sehe da auch wirklich nicht die Art von Magie oder Esoterik oder so, die es halt geben kann, die sehe ich da nicht drin. Jetzt können natürlich die Hörerinnen und Hörer sagen, ja, okay, Marc, dann hast du halt keine Ahnung oder so, aber gut, dann nehme ich das halt in Kauf, dann habe ich halt keine Ahnung. Ja, danke schön. Daniel? Wenn du an einem Tatort dir nach Spuren suchst, vielleicht wurde die Frage schon oft gestellt, vielleicht nervt es sich, aber nach was genau suchst du an den Tatorten und wann die eigentliche Frage ist, wann weißt du, wann du aufhören kannst zu suchen? Also das ist sehr einfach zu beantworten, einfacher als ihr das wahrscheinlich jetzt gerne haben wollt oder hören wollt. Also das hört immer auf, das ist immer eine Zeit- und Geldbeschränkung, immer, ausnahmslos immer. Okay. Es kann aber auch das Wetter sein. Also wenn jetzt zum Beispiel Platzregen einsetzt, dann nimmst du halt das, was du als erstes wahrnimmst oder was du mit den Lampen, die du dabei hast, überhaupt sehen kannst oder was du in den Tüten, die du dabei hast, überhaupt verpacken kannst. Oder wenn die Rechtsmediziner sagen, die Fachärzte für Rechtsmedizin oder die Fachärztinnen, hör mal Marc, wir müssen die Leiche jetzt mitnehmen, weil wir wollen jetzt nicht, dass da von mir aus die Sonne drauf brennt, der Regen drauf regnet, Fäulnis weitergeht, Insekten dran fressen oder sonst irgendwas, dann muss halt aufhören, weil in der Rechtsmedizin wird die Leiche gewaschen und dann sind die Spuren halt weg. Also so ist das halt. Oder die nehmen selber, also es kann auch sein, dass die sagen, pass mal auf, Marc, Sperma, oral, vaginal, oral, irgendwas, das machen wir selber in der Rechtsmedizin, das können wir da besser machen. Da brauchen wir dich jetzt hier am Fundort nicht für. Ne? Also das sind so ganz praktische Gründe. Und wonach ich gucke, ist, ich würde sagen, das ist eine Mischung aus das, was leicht übersehbar ist, obwohl es eigentlich mitten im Bild ist, klassischerweise Pflanzenteile an der Leiche, wo alle sagen, ja, ist doch egal, ist ja ein Wald. Ne? Dann stellt sich aber raus, dass die Pflanze überhaupt nicht in dem Wald ist. Gibt es da gar nicht, ja. Das wäre so ein Klassiker. Oder Dinge, die, sofern du so ein bisschen Kenntnis von dem Fall hast, ich will ja eigentlich gar nichts über den Fall wissen, aber sagen wir mal, also der Klassiker ist auch ein echter Fall, die sagen, ja, hier sind viele Kinder verbuddelt, ja. Das ist ein riesiger Pferdehof oder ein Gelände, wo viele Pferde waren. Und dann sagt man, ja, wo denn ungefähr? Also ich meine, wir können jetzt ja nicht die gesamte Erde durchwühlen. Bodendurchdringendes Sonar werden wir jetzt hier in dieser speziellen Region nicht so schnell rankriegen und so. Und dann sagen die, ja, da in der Ecke. Und dann suche ich mir zwei, drei Kollegen, zum Beispiel einer, der Sachverständiger für Bäume ist oder eine Kollegin, die sich mit irgendwelchen Tieren auskennt, die auf so einem Gelände leben. Also ich habe zum Beispiel wenig Ahnung von Schnecken oder von Grashüpfern und so. Und dann gehen wir da lang und dann gucken wir, ob da überhaupt die Erde verändert wurde in der Zeit, um die es jetzt geht. Ja, also angeblich sind die Kinder seit einem Jahr verschwunden und dann sehen wir aber lauter Pflanzen, die da schon seit 3 Jahren drauf wachsen. Dann sagen wir, ist das jetzt eine Information, die euch weiterhilft? Und dann sagen die, ja, wenn ihr uns beweisen könnt, gerichtsfest, dass das seit 3 Jahren da steht, dann hilft uns das weiter. Und dann gucken wir uns dann an, dann sagt der Baumkundler, ja, darf ich einen von den Bäumen einfach mal umsägen? Ne, und dann fragen wir und dann sagen die, ja, du kannst ja alle Bäume umsägen. Dann sagen wir, gut. Und dann siehst du Jahresringe, dann ist der 5 Jahre da gewachsen, der Baum. So, jetzt
kommt es natürlich darauf an. Dann könntest du jetzt natürlich sagen, ja, aber vielleicht hat vor einem Jahr jemand 4 Jahre alte Bäume da drauf gepflanzt. Und dann sagen wir, ja, okay, keine Ahnung, dann müssen wir uns die Wurzel angucken. Dann fragen wir unseren Kollegen, der Sachverständiger, gibt es wirklich für Wurzel, also für die Untersuchung von Verwurzelung von Bäumen ist, der lebt davon, dass die Wurzeln manchmal in Abflussrohre reinwachsen. Und dann gibt das Theater. Und dann fragst du den halt, sag mal, würdest du auch so einen Fall übernehmen? Dann sagt er nein. Dann sage ich aber bitte, bitte. Dann sagt er nein, immer noch nicht. Und dann sage ich, aber guck mal, da geht es doch jetzt um irgendwie was total Wichtiges. Und dann sagt er, okay, ich möchte nicht vor Gericht und ich möchte nichts von toten Menschen hören. Also okay, gut. Das heißt, dann übernehme ich den Fall, dann wird er meine Hilfsperson, nennt sich das dann, rechtlich und so, dann gibt es das schon mal. Also das sind so typische Situationen. Ja. Macht es dich stolz, wenn aufgrund deiner Arbeit ein Täter überführt wird? Ist das, spielt dein Ego eine Rolle bei dir? Nee, also es gibt Kollegen, wenige, die da manchmal so sehr, sagen wir mal, deutlich erkennbare Ego-Interessen haben. Ich muss aber sagen, es ist auch nicht immer schlecht. Also mir ist es persönlich egal, weil ich bin Biologe und ich weiß, dass wir alle noch nicht mal ein Sandkorn an allen Stränden dieser Welt sind. Ja, also das ist lächerlich, sich da so wichtig zu nehmen. Aber ich habe nichts gegen die Leute. Also vielleicht für einige von euch, die so Superheldenfilme gucken, stellt euch Iron Man vor, ja, den Tony Stark. Der ist ja nun ein knallnarzisstisch wie der Trump eigentlich, aber die gute Version davon. Ne? Das, im persönlichen Bereich nicht gut, aber in dem, was er erreichen kann, ist er ja gut. Und solche Figuren gibt es auch überall. Also du hast auch diese, sagen wir mal, diese auch eigentlich, wo sich das ganze Universum schon um sie selbst dreht, die aber dann trotzdem es hinkriegen, obwohl sie viele Leute verprellen und so und auch anstrengend sind, aber die können auch manchmal was Gutes schaffen, das gibt es auch. Mhm. Aber ich persönlich habe mit denen eigentlich nichts zu tun, weil in unserem Bereich kriegst du halt nichts. Du kriegst keine Anerkennung, du kriegst vor allen Dingen kein Geld. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Leute, die auf Anerkennung aus sind, die wollen auch immer viel Geld haben. Außer Schauspieler, Schauspielerinnen, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber in unserem Bereich wollen die wirklich Kohle haben. Das sagen die natürlich nicht, aber ich weiß, was sie verdienen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das könnt ihr euch im Traum nicht vorstellen, von welchen Geldbeträgen wir hier reden. Und da habe ich absolut kein Interesse dran. Ist mir scheißegal. Das heißt, du bist nicht reich. Nee, bei uns, also in unserem Sachverständigenbereich, ich kann dir mal ein echtes Beispiel sagen, damit ihr das prüfen könnt. Ihr sollt mir ja nicht glauben. Ich war bei der Tagung von allen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen in Deutschland. Wer dann halt kommt, kommt. Es kommen natürlich nicht alle. Und das war in Berlin, als ich das letzte Mal da war, das ist schon was her. Die ist jedes Jahr oder alle 2 Jahre woanders. Und dann hat der Kollege zu mir gesagt, wäre nett, wenn Sie mal einen Vortrag halten würden. Wir naturwissenschaftlichen Sachverständigen, wir sind hier nur so eine kleine Gruppe und Kriminalistik ist eigentlich ganz spannend. Ne? Ich glaube, ja klar, gerne. Und dann war ich da und ich so, irgendwas stimmt hier nicht, hier sind alles Immobilienleute und so Bausachverständige. Und dann hat er gesagt, ja klar, was meinst du denn, meinst du irgendwer, der naturwissenschaftliche Ausbildung hat und promoviert hat und jetzt wie in unserem Fall meinetwegen 92, ne, also wenn du das Praktikum nimmst, seit 30 Jahren sozusagen irgendwas damit zu tun, meinst du irgendjemand arbeitet freiwillig als Sachverständiger? Und jetzt kommt das Zitat, dann habe ich meinen Vortrag gehalten. Die Bausachverständigen und Immobilienleute sind natürlich gar nicht dahin gegangen, ne? Also die finden uns seltsam. Also bei uns gibt es Diamantensachverständige oder Leute, die sich mit lauter Spezialzeug auskennen. Ne? Und wir waren, also bei meinem Vortrag waren, glaube ich, 8 Leute von insgesamt geschätzt vielleicht 1.000 oder 800 oder so, die da waren, keine Ahnung. Und saßen die alle da, so die zauseligen Jungs, so wie ich halt. Ne? Das sind, also Frauen machen das sowieso nicht. Also das ist ganz, ganz selten, weil die natürlich noch mehr sagen, ich bin doch nicht bescheuert. Also die sind ja viel vernünftiger, ne? Und dann hat am Ende einer gesagt, okay, Herr Dr. Benecke, also wirklich, sogar unter diesen paar Leuten, die da waren, waren sogar welche von der Industrie- und Handelskammer, was meine Bestellungsbehörde ist, so nennt man das, also die Aufsicht über mich macht, ja, und die Akten führen und so weiter, dass ich ordentlich arbeite. Und da hat er gesagt, okay, also ganz ehrlich, Sie toppen alles. Also jetzt kommt das Originalzitat, wörtlich. Er hat gesagt, für das Geld, wofür Sie arbeiten, damals gab es noch normale Telefone oder zumindest bei denen, heben wir noch nicht mal den Telefonhörer hoch. Und dann haben alle, die da saßen, haben so, also ernst, ohne zu lachen, hat niemand gelacht, ne? Haben alle so, also so, das ist die Liga, in der wir spielen. Ne? Du siehst ja krasse Sachen manchmal, kann ich mir vorstellen. Kinder, tote Kinder, verstümmelte Leichen, was weiß ich. Verfolgt dich manchmal irgendwas davon? Träumst du manchmal nachts von sowas oder bist du abgeklärt?
Nee, also nee, das ist, glaube ich, keiner von uns träumt. Also das kann ja mal passieren, dass du dich irgendwas, womit du dich beschäftigst, dass das mal in deinem Traum irgendwie vorkommt, aber also da musst du charakterlich so sein, dass das nicht. Also also ich mittlerweile ist mir auch eigentlich klar, dass die, also ich rede jetzt nur von meinem Fachbereich, das ist nochmal ganz spezieller, ne? Sehr viel Fäulnis, sehr viel Zerstückelung und so. Also das ist jetzt nicht das, was die normalen Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen jeden Tag machen. Sehr viel Insekten, Maden, also alles, was die Leute halt irgendwie komisch finden. Oder auch ekelig. Also selbst Blut und Sperma. Zum Beispiel, sehr, sehr viele Leute finden Sperma total ekelig. Also gerade Männer, ne? Also Männer hassen Sperma. Frag mich, ich weiß nicht warum. Auch Speichel, alles. Und da musst du so gestrickt sein, dass du da keine Wertung dran knüpfst. Ich bin mittlerweile in so einem Beisitzer in so einem Autismusverband. Und ich habe so langsam den Eindruck, dass also gerade bei den Leuten, die dann auch in dem Bereich bleiben und gerade in unserer Ecke des Bereiches, wir kennen uns ja auch weltweit fast alle, ne? Also das sind total wenig Leute, die das freiberuflich machen und so, dann auch forensische Entomologie, also mit den Insekten arbeiten und so. Ich glaube, da musst du halt so einen Schuss Aspergertum in dir tragen. Also das meine ich jetzt ernst. Also das ist jetzt auch nicht in Anführungsstrichen gemeint. Also mir fällt das auch auf bei den Studierenden, also die jüngeren Studierenden, wenn die mal so reinschnuppern wollen, da musst du echt nur fragen, zeig mir doch mal, was du bisher gemacht hast. Und da sagen halt 99,9 sozusagen von 100 sagen, hey, ich habe noch nie was gemacht, ich will ja da reinschnuppern. Und die, mit denen du was anfangen kannst, die sagen, ja, ich habe schon ein Buch mit einer toten Maus Fotos gemacht, da war ich 12. Das ist jetzt ein echtes Beispiel, das ist meine jüngste Studierende, der ich dir gerade das Giftbuch geliehen habe. Und dann habe ich das und das schon gemacht und dann habe ich Insekten fotografiert und dann so, also es muss gar nicht kriminalistisch sein, aber die haben sich immer in irgendwelchen Kram, den die anderen tot langweilig und oder ekelig finden, vertieft. Und ich denke, da siehst du schon, du knüpfst einfach gar keine Wertung dran. Du schaust es dir an, du dokumentierst es, Ende. Ja. Woher kommt es eigentlich, dass, wenn man einen, also du jetzt ausgenommen, ich zum Beispiel, ich war, als ich 11, 12 war, Kreuzträger in der Kirche, also ja, da hatte ich noch mit der Kirche zu tun. Ich auch, ich war auch Messdiener. Jetzt nicht mehr, also jetzt habe ich mit dem Verein nicht mehr viel zu tun, aber ich stand da immer, du kennst es dann ja, ich stand vor dem Sarg oder mit dem Rücken zum Sarg und ich fand es immer sehr unangenehm und es jetzt echt sanft ausgedrückt, den Toten, wenn der Sarg offen war, nochmal zu sehen, obwohl er eigentlich da lag, als würde er schlafen. Und ich habe immer gedacht, was ist eigentlich mein Problem? Ich musste mich auch umziehen in so einer Kammer. Das war so ein ganz schmaler Gang. Und da war diese, kannst du dir vorstellen, was ist Kühltruhe drin? Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Diese Kühltruhe drin. Und manchmal musste meine Klamotten nach oben drauflegen auf diese Kühltruhe und habe manchmal reingeguckt mit 11, 12 Jahren. Und da lag so eine tote Oma drin. Also, du hast nicht viel gesehen, war kein ein bisschen grieselig da drin. Ich weiß nicht, ob das dampft oder irgendwas da drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall lag die da drin und ich habe immer ein wahnsinnig schlimmes, schlechtes Gefühl gehabt. Wo kommt es denn her? Eigentlich ist es ja wie wenn die Leute schlafen. Ist das irgendwie psychologisch erklärbar oder? Ja, klar, also das ist wie wenn ein dunkler, also alles, was man nicht gut kennt, also durch Messungen als Mensch, da ist man erstmal vorsichtig. Also in einem dunklen Raum wirst du halt vorsichtig dich bewegen, damit du dir nicht das Knie oder den Kopf oder sonst was anschlägst oder stolperst oder die Treppe runterfällst. Also das ist einfach so ein Sicherheitsmechanismus, der im Kopf ist, ja. Das ist Okay. ganz normal. Also es kann, bei mir war das zum Beispiel so, ich habe ja auch im Zivildienst dann auch im Kloster gemacht. Das wurde halt sehr schnell halt auch albern, weil die Priester und Priesterinnen haben das halt überhaupt nicht ernst genommen. Die sind dann halt aufs Klo gegangen und haben sich da aus dem kleinen Waschbecken, so ein Fuzzi-Waschbecken im Klo, haben die sich immer das Weihwasser geholt und die haben dann so gemacht. Also die Katholikinnen und Katholiken kennen das. Also so, das soll eigentlich so ein Kreuz sein, ne? Aber wenn du keinen Bock hast, machst du halt irgendwas. Und dann haben die das halt selber geweiht, das Leitungswasser vom Klo und da waren auch, gerade bei den sehr alten Leuten, die haben auch überhaupt keine Angehörigen, ja, ganz oft. Das sind ja einsame Leute, sehr häufig im Alter. Also, also da war auch dann nichts mehr gruselig. Das war dann eigentlich oft auch eher so wie, boah, Mann, 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 das ist eher traurig, ne, irgendwie. Nee, bei mir war es eher so, ja, gruselig. Aber das ist normal. Also, das ist bei allem. Also, jeder Mensch verhält sich vorsichtig oder du nennst das jetzt gruselig in diesem Spezialfall. Das ist total normal. Da kommt das ja auch her bei den Geisterjägern. Wenn du mit den Geisterjägern zum Beispiel unterwegs bist, eine Geisterjägerin, die haben ja dann immer einen kalten Hauch oder das Gerät schlägt aus oder dies oder das. Ja, ich meine, klar, natürlich gibt es irgendwann einen kalten Hauch, natürlich schlägt irgendwann ein Gerät aus. Und die sagen dann eben auch, okay, das ist gruselig, okay, kann ich auch nachvollziehen. Und dann machen die den nächsten Schritt und sagen eben, okay, und jetzt ist es übersinnlich.
Ne? Also jetzt ist es eindeutig ein Beweis für eine übersinnliche Handlung. Und das finde ich eigentlich auch normal. Also ich finde jede einzelne Stufe normal. Die erste ist dieses Vorsichtigsein, was du da hattest. Und die zweite ist dann auch von mir aus zu sagen, okay, da habe ich jetzt irgendwas wahrgenommen, was ich nicht erklären kann. Aber mein Gehirn möchte es ja erklären, weil es geht ja nicht anders. Sagen wir mal, du lebst jetzt zum Beispiel, meinetwegen in meinem Fall, du bist jetzt in den Philippinen, ja? Und dann hat mir mein Kollege erzählt, sein Vater hat mal im Urwald zu ihm gesagt, pass mal auf, als er kleiner war, du wartest jetzt hier auf mich, bis ich wiederkomme, du bewegst dich keinen Meter von der Stelle. Ein Meter ja, aber nicht mehr als ein Meter und auch nicht dann nochmal einen Meter, ne? Weil sonst finde ich dich nicht mehr. Und dann haben halt die ganzen Zikaden, da gibt es ganz viele Baumzikaden und so, haben wir eingeschüttet und dann hatte der auf einmal totale Angst in der Nacht bekommen vor den Baumzikaden für den Rest seines Lebens, weil er halt alleine war. Sein Vater ist natürlich viel später gekommen, als er das erwartet hat. Da wird es stockdunkel, das kennen wir in Europa gar nicht. Also das ist eine Dunkelheit, die habt ihr noch nie erlebt. Also wirklich, ich schwöre, ich habe selber erlebt, oft in Tropen, du siehst die Hand so nicht, wo man das Sprichwort kennt, du kannst die Hand vor Augen nicht sehen, siehst du wirklich nicht. Kein Witz. Und klar, dann hat er sich das zusammengeraten, dann hat er gesagt, okay, so viele Zikaden habe ich noch nie in meinem Leben gehört, was ja gar nicht stimmt, aber er hat ja auch noch nie darauf geachtet. Ja. Ne? Und so viele Frösche habe ich noch nie in meinem Leben quaken gehört und dergleichen. Und jetzt, das muss ja irgendeinen Grund haben und mein Vater lässt mich hier, oh mein Gott, das ist bestimmt nur ein Vorwand. Also ich verstehe das. Dann baut man sich halt irgendeine, oder bei den UFOs, was du da sagst, ich verstehe die ganzen Piloten. Ne? Die sagen halt, okay, sorry, ich meine, ich fliege seit 40 Jahren professionell, ich weiß jetzt nicht, was soll das bedeuten, das habe ich nicht gesehen. Diese Annahme brauche ich nicht machen. Ich habe das gesehen und jetzt kommt die Frage, was bedeutet das? Ne? Und wenn du in die Verschwörung gehst, sagst halt, okay, keiner will die Wahrheit sagen. Oder wenn du nicht in die Verschwörung gehst, sagst halt, na gut, dann war es halt was überentwickeltes aus einer anderen Zivilisation. Also ich verstehe, ist doch logisch, ist doch klar, dass man das macht. Ja. Eine Frage habe ich noch, bevor Julia wieder drankommt. Wie stehst du zum Thema älter werden, altern? Alterst du mit Würde oder hast du, ich habe gehört von zum Beispiel Jean-Claude Van Damme, der Held meiner Jugend, der hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und in der letzten Zeit ploppen im Facebook, in der Timeline ständig Nachrichten auf, der hat Geburtstag, Sylvester Stallone wird, was weiß ich, wie alt. Und 100! Ja. Und Jean-Claude Van Damme ist auch schon recht alt und ich weiß, dass er ein Riesenproblem damit hat zu altern. Ich möchte nicht. Ja, für die Jüngeren, dazu muss man sagen, Jean-Claude Van Damme, der war oder ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Kampfsportler und der war auch Schauspieler, sehr bekannt für so, ich würde jetzt sagen, wir nennen das mal Kampfsportfilme, das stimmt jetzt nicht so ganz, aber Actionfilme. Genau. Und das ist klar, also viele von den Leuten, auch Arnold Schwarzenegger, der aus einer Zeit kommt, als man als Bodybuilder, also wenn man, ihr könnt ja mal Bilder googeln, die Jüngeren, also als der das erste Mal Bodybuilding-Wettbewerb auch schon gewonnen hat, da kriegt der Lachkrampf. Da sagt er heute, soll das ein Witz sein? So sieht jeder Pumper in jedem Studio beim McFit aus, soll das ein Witz sein? Und die können halt natürlich mit den Standards nicht mehr mithalten, die sie einerseits mitgeschleppt haben, also Jugendlichkeit und Fitness, aber andererseits natürlich auch mit dem, was gerade im Bereich von Körperaufbau, Bodybuilding, Fitness und so weiter, das ist unmöglich, dass sie da noch mithalten können, die alten Herren. Wobei man aber fairerweise sagen muss, ob sie ein Problem kriegen oder nicht, hängt auch ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Da sind wir wieder bei der Persönlichkeit. Zum Beispiel Arnold Schwarzenegger hat neulich mal einen Journalisten eingeladen. Der hatte da, ich meine, der hat auch was anderes zu tun, ne, Arnold Schwarzenegger. Und der hat dann gesagt, also für die Jüngeren, das ist ein sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr bekannter Bodybuilder und auch Schauspieler und Präsidentschaftskandidat und Gouverneur in den USA gewesen. Und das sollte man vielleicht auch noch sagen, bei den Männern, durch die muskelaufbauenden Mittel sind die auch sehr sexuell aktiv. Also die nehmen auch Medikamente ein, die sexuelle Aktivität stark steigern, werden aber gleichzeitig impotent dadurch. Also das ist ein Riesenproblem in der Bodybuilding-Szene. Und wenn man das auch so lange macht, also man hat Impotenz, aber sehr starke sexuelle Impulse. Ne? Und ich kann das wirklich verstehen, weil das Altern an sich ist für die natürlich der Teil in der Gleichung, der nie aufgetaucht ist. Alles andere, da kannst du irgendwie drumherum arbeiten oder mit leben. Also Arnold Schwarzenegger zum Beispiel hat das dann so gemacht, der macht jeden Morgen oder jeden Tag noch ein irres Fitnessprogramm. Also das könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr wollt. Könnt ihr mal googeln oder den Text suchen oder bei YouTube oder so. Da kommt halt keiner mit. Aber du kannst halt, also ein großes Problem bei den alternden Leuten, also bei vielen anderen, also selbst Mickey Rourke kannst du da auch nehmen, das ist auch ein bekannter Schauspieler oder alle, die mal sexy aussahen. Von mir ist sogar David Hasselhoff, das ist wirklich egal, wen du nimmst. Das Problem ist, oberhalb dieser Linie, also oberhalb der, wenn ihr jetzt nur zuhört, also oberhalb der Kehlkopflinie, sagen wir mal, wenn ihr da so einen Kreis um den Hals zieht,
ist das Altern immer sichtbar. Unterhalb dieser Linie könnt ihr ganz viel machen. Testosteronpflaster, schlank bleiben, Hautstraffung, Hautverjüngung, alles Mögliche. Aber das Gesicht, das könnt ihr zwar aufpolstern, da könnt ihr Botox nehmen, da könnt ihr bestimmte neue Mikro-Lifting-Techniken benutzen und so weiter. Aber ab einem bestimmten Alter sieht das jedes Kind, weil unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, dass man sich keine Partner mehr sucht, die ein bestimmtes Alter überschreiten, weil die für die Familiengründung nicht mehr geeignet sind, weil die nicht genügend Vorsorge und also Lebenszeit, Geld, Ressourcen, Wildschweine jagen, was der Teufel, Bären sammeln, das funktioniert halt nicht. Und deswegen können wir immer sofort am Gesicht erkennen, wie alt die Leute sind. Und deswegen kann ich verstehen, dass wenn die sehr stark auf Äußerlichkeiten gehen, dass sie je nach Charakter damit halt nicht mehr humorvoll umgehen. Kann ich verstehen. Also es gibt's ja. Also mir ist das scheißegal, aber ich bin ja, ich weiß, dass ich, wie gesagt, noch nicht mal das Staubkörnchen bin, aber das wissen die natürlich nicht. Die haben halt eine andere Erfahrung gemacht. Die haben sich in eine Umgebung begeben, wo sie halt für total wichtig gehalten werden. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel The Rock. Der geht damit, finde ich, besser um, weil der, sagen wir mal, durch seine Lebensgeschichte noch genügend Selbstironie hat und der kann sich genug über sich selbst lustig machen. Aber ansonsten ist das halt im Filmbusiness und so schwierig. Julia. Ja, ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf, sage ich mal, so privat kann man das gar nicht nennen. Ich habe halt in vielen Videos gesehen, dass du dich sehr sozial engagierst. Unter anderem ist mir so ein YouTube-Video direkt ins Auge gesprungen aus dem Kölner Fringstreff, wo du warst. Ich komme aus der Psychologie, ich arbeite geschlossen, habe ich jahrelang, 10 Jahre gearbeitet und war dort selber öfter. Und da fragt sich das halt, das hat ja jetzt nichts mit Insekten, mit Toten, mit Leichen. So, woher kommt dieses soziale Engagement? Ist das einfach schon immer da gewesen oder ist dir mal im Leben so ein Schlüsselmoment widerfahren, wo du sagst, da irgendwie hat das losgeschlagen oder ist es einfach so gekommen? Also habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber es ist eigentlich ganz interessant, weil du das sagst, weil ich auch öfter in der Psychiatrie, auch in der geschlossenen, auch in der forensischen, die allerdings in Nordrhein-Westfalen sind, die häufig offen. Also dass die forensische Psychiatrie ist trotzdem offen, was jetzt sich ungewöhnlich anhört. Selbst Demenzstationen für schwer demente alte Leute sind häufig offen. Da wird das nur mit Tricks gemacht, dass die Ausgangstür zum Beispiel, da ist der Boden schwarz angemalt und da gehen dann demente Leute nicht gerne über schwarze Flächen und sowas. Aber ist eigentlich theoretisch auch offen. Also da sowas ist es eigentlich eher nicht, aber es hat was damit zu tun, fällt mir jetzt gerade ein, wo du danach fragst. Also wir waren in der Schule, hatten wir das große Glück, dass wir so die Freaks waren. Wir waren auch gar keine Gang, sondern wir sind nur zusammen immer in Urlaub gefahren, haben alle Ausflüge zusammen gemacht und so, also auch privat, haben zusammen abends zusammengesessen, freitagsabends Wein gesoffen oder so, im Studentenviertel damals dann schon, als Schüler dann schon. Ne? Und im Nachhinein, aus heutiger Sicht, sehe ich aber, dass wir wirklich die totalen Sonderlinge waren. Und wir hatten aber das Glück, dass das niemals ein Thema war. Also wir sind in der Schule gewesen oder in Köln ist das generell nicht so ein Ding. Aus vielen Gründen möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Also das war eine Hansestadt Köln, da war immer viel Handel und es sind viele Leute, die quer sind hier und es ist auch, Karneval gibt es hier auch und so. Aber das will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Aber niemals, nicht einmal hat jemand irgendeine Andeutung zu diesem Thema gemacht, zum Thema Anderssein. Das heißt, niemand in unserer Schule, selbst die Leute, die von der Schule geflogen sind, zum Beispiel, weil sie gekifft haben, die sind dann sofort von der Schule geflogen, das hat 10 Sekunden gedauert oder sowas, niemand war anders, sondern du warst einfach, wie du warst. Und das konnte auch schlechte Folgen haben. Und ich glaube, diese Einstellung hat mir geholfen, dass ich sehr schnell in Zusammenhänge gekommen bin, wo andere nicht hingehen. Zum Beispiel der Fringstreff ist ja für Obdachlose, wo auch einmal, also ich war live dabei, da hat sich einer hingehockt auf die Fußmatte und hat dann drauf gekackt. Mhm. Ist halt so. Und dann kannst du aber trotzdem weiter deinen Kaffee trinken. Also da gibt es halt jetzt keine lange Debatte. Dann guckt man halt, wer das jetzt wegmacht und alle anderen machen weiter. Was soll's? Oder wenn du in der Psychiatrie bist, ich meine, das kennst du jetzt ja, aber viele von euren Hörerinnen und Zuhörern vielleicht jetzt nicht alle oder Zuschauerinnen, Zuschauern, wenn ihr wirklich mal nicht in die Tagesklinik geht, das ist ja auch schon ein Tabuthema, ne? Aber wenn ihr mal echt in die normale Psychiatrie geht, also jeder, den ich kenne und jede, ist total überrascht, wie menschenfreundlich da alles heutzutage ist. Wir reden ja nicht davon, dass du mit Wasser abgespritzt wirst, mit kalten, wie vor 100 Jahren. Also ja, es werden Leute fixiert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Besonders Frankfurt am Main, wo du sehr viele Drogenleute hast, die reinkommen mit der Hammerpsychose, die werden fixiert, aber sowas von. Und das ist aber trotzdem insgesamt, also ich meine das jetzt nett,
bitte nicht in den falschen Zusammenhang setzen. Jedes Mal, wenn ich aus der Psychiatrie rauskam, habe ich mir gedacht, weißt du was, das ist wie im Kindergarten, auf die gute Art. Du fühlst dich sicher, du fühlst dich geschützt, die Leute machen ihren Kram. Wenn sie durchdrehen, Kinder drehen ja auch dauernd durch, nur da findet man das normal. Dann redet halt jemand mit denen und versucht, die zu beschäftigen und versucht rauszukriegen, was jetzt war. Lag es am Essen? Lag es an irgendwas, was zu Hause passiert ist? Lag es daran, dass das Kind hyperaktiv ist oder vielleicht eine Vorahnung von einer psychischen Auffälligkeit hat oder einfach nur zu viel Zucker gegessen hat? In Amerika sagt man das immer, zu viel Zucker gegessen. Und so ist das, so bin ich aufgewachsen. Und deswegen, glaube ich, ist das, mache ich überhaupt keinen Unterschied zwischen einer sozialen oder sonstigen Tätigkeit. Das ist für mich alles dasselbe. Ja. Wir haben hier noch ein paar Hörerfragen bekommen an dich. Auch wenn es jetzt ein bisschen durcheinander geht, aber ich stelle die mal so nach und nach. Ich werde mal ab und zu ein paar einwerfen. Ich weiß nicht, wie eilig du es jetzt hast. Und Nee, ich habe noch Zeit. Alles gut. Es ist schön, vielen Dank. Stelle ich gleich mal die erste. Hast du schon viele Gehirne untersucht und gibt es Bereiche im Gehirn, die unerforscht sind oder Bereiche, von denen nicht klar ist, was ihre Funktion ist? Ja, also ich habe viele, ich mache seit über 20 Jahren jeden Samstagmorgen eine Live-Sendung im öffentlich-rechtlichen Radio. Die könnt ihr auch hören als markipod.com. Das ist der erste, also durch Zufall, weil die das dann auch zum Podcast umgewandelt haben, bevor es Podcasts gab überhaupt. Deswegen habe ich auch den ältesten Wissenspodcast Deutschlands, ältesten deutschsprachigen Wissenspodcast durch Zufall. Und da haben wir sehr oft Gehirnthemen, weil natürlich jedes Mal, wenn was Neues rausgekriegt wird, die Redaktion ist überwiegend weiblich auch und Frauen haben da, also Genderfrauen jetzt, ne? Es geht jetzt nicht um genetisch, das ist mir egal, aber Genderfrauen interessieren sich für, was man manchmal so weiche Themen nennt, angeblich, ne? Auch, ich weiß nicht, also irgendwie im Vergleich zu Atomphysik oder so, sind das scheinbar weiche Themen oder so, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das kommt sehr, sehr oft und ich bin der Einzige, der halt dort in der Umgebung die schwierigen Veröffentlichungen lesen kann, weil einerseits hast du den psychologischen Teil. Ich habe ja Psychologie als Nebenfach gehabt im Diplom und biologische Psychologie, also sozusagen Gehirnpsychologie, Lernpsychologie und sowas. Und dann gleichzeitig ist es aber auch so, dass sehr viele Sachen mit diesen Nervenübertragungssubstanzen zusammenhängen, also gar nicht nur mit dem Gehirnaufbau. Und dann kommt dazu, dass sehr viele Verhaltensdinge natürlich sich daran koppeln. Und das alles drei zusammenzubringen, das macht sonst keiner. Also auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen meiden das, wenn das geht. In der Psychiatrie gibt es das natürlich. Aber so rein psychiatrische Themen sind natürlich langweilig für einen normalen Podcast. Also der so für jedermann samstags morgens ist oder jeder Frau. Da wollen die natürlich jetzt nichts über schwere Psychosen und sowas hören oder Borderline oder so. Und deswegen habe ich da viel mit zu tun. Also durch diese Samstagssendung. Und nicht erforscht sind nicht die Gehirnbereiche. Da ist es bis ins Kleinste, besonders seit man mit der vierten, das nannte sich vierte Generation Computertomographie oder sowas, da konntest du wirklich fast schon auf Zellebene gehen. Also das ist schon länger her und jetzt Magnetresonanztherapie oder Untersuchungen kennen auch viele, nicht Therapie, also Darstellung. Und dann kannst du auch leben und lebend da drin sein und kannst auch sehen, welche Gehirnbereiche angeregt werden, wenn du an irgendwas denkst oder irgendwas fühlst. Zum Beispiel eine sehr frühe Untersuchung war betende Menschen. Was passiert, wenn die gläubig sind und beten? Welche Gehirnbereiche werden dann angesprochen und so? Also da ist eigentlich, das ist wirklich bis auf Zell- und Nervenüberträgersubstanz untersucht. Aber was ein relativ neues Thema ist, ist das Zusammenspiel der Gehirnbereiche, weil wir wissen ja ein paar Sachen nicht. Also wir wissen ja erstens nicht, wozu dient Schlaf, das ist ja unbekannt. Und das, da gibt es natürlich viele Überlegungen, könnte in der Wikipedia ist ein sehr guter Artikel dazu drin, aber es ist kein Wissen im Sinne von, also ich glaube, wir wissen mehr über schwarze Löcher als über Schlaf. Seit einer Woche ist ja noch eine sehr schöne neue Studie über schwarze Löcher rausgekommen. Deswegen würde ich fast mal sagen, das so. Und das Zweite, ich will das nicht zu weit jetzt führen, das Zweite ist, was ist eigentlich dieses Ruhewabern im Gehirn? Da gab es anfangs Streit drüber, ob das überhaupt echt ist oder ob das nur ein Messfehler sozusagen ist, weil wenn du eine tote, also es gibt wirklich eine Veröffentlichung, wenn du einen toten Lachs ins MRT legst, kriegst du auch Signale. Also man muss natürlich auch mal lernen, die Signale vom toten Lachs zu unterscheiden von denen, die jetzt im Ruhezustand bei einem lebenden Menschen stattfinden. Und dann finde ich das natürlich ganz spannend, das mal zusammenzubringen mit der Überlegung, wodurch kommt es eigentlich, dass Massen von Menschen so gleiche Empfindungen haben, bei irgendwelchen Rockkonzerten zum Beispiel oder auch im psychedelischen Bereich, aber muss gar nicht psychedelisch sein, reicht also auch schon ein gutes klassisches Konzert, da funktioniert das auch sehr, sehr gut bei Klassikkonzerten. Und da
geht es heutzutage um das Zusammenspiel der Gehirnbereiche? Das ist die Frage. Nicht die einzelnen Gehirnregionen, die kannst du bis auf die Zelle runter und bis auf den einzelnen Nerv herab darstellen. Mhm. Ich habe eine Frage noch von einem Hörer, die finde ich selbst ganz spannend, weil ich mal in meinem anderen Podcast-Projekt darüber geredet habe. Und zwar geht es da um Mind-Uploading. Hast auch schon davon gehört natürlich. Oder Bewusstseinsübertragung, nennt man das ja, auf zum Beispiel ja, einen Datenträger oder so. Glaubst du, dass das irgendwann mal möglich sein wird? Glaubst du, dass es überhaupt geht? Ja, auf jeden Fall. Also ob wir das erleben, glaube ich jetzt wegen der Umweltkatastrophen jetzt nicht mehr. Also ich denke, so schnell werden wir nicht mehr sein. Aber du brauchst dafür ja eigentlich erstmal ein Gehirn hat ja sehr hohe Speicherfähigkeit. Aber da ist natürlich die Frage, ob du wirklich alles mit abspeichern willst. Nur du kannst ja erstmal langsam anfangen, also mit bestimmten Inhalten und so. Ja. Also ich denke, das würde so gehen. Du müsstest erstmal zum Beispiel, so ein ganz wichtiges Angstbereich, die Amygdala, der Mandelkern, so ein ganz kleiner Bereich, den musst du ganz genau scannen und dann nachbauen. Das geht irgendwann, auf jeden Fall. Das kannst du vielleicht mit Zelldruckern machen oder vielleicht auch ohne, dass du das erstmal in der Petrischale machst oder so. Dann ist natürlich Hippocampus so ein Bereich, der ganz interessant ist. Da ist so eine Verschaltungsstelle, wo auch viele Gefühle eine Rolle spielen. Dann hast du hier vorne und seitlich hast du Hemmungen und sagen wir mal das, was wir als menschliches Wissen so wahrnehmen würden, dann das Kleinhirn, was die Bewegungen angeht. Also ich denke, kriegst du, glaube ich, hin. Ne? Das vergisst man aber oft. Also das musst du machen, weil alles, was du erfährst, weißt, spürst, wird natürlich abgeglichen mit all dem, wie dein Gehirn aufgebaut ist. Es ist bei jedem anders aufgebaut. Zum Beispiel gerade die Amygdala, da gibt es sehr viele Unterzentren noch. Das hat halt sehr viel mit deinen Traumaerfahrungen und so weiter zu tun. Und das musst du dann schon gleich abbilden, weil der eine, der zum Beispiel hingeht und sagt, meinetwegen, nehmen wir jetzt mal was Sexuelles aus meinem Bereich, ne, im Berufsbereich. Der eine, meinetwegen, da ist flirty, die ganze Disco schwitzt, es gibt Cocktails für alle und so weiter. Und wenn du jetzt natürlich mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht hast, ein Sexualdelikt, dann wirst du natürlich die ganze Zeit immer aufpassen, während jemand anders, der da nur gute Erfahrungen mitgemacht hat, wird sagen so, yeah, noch ein Cocktail, ist mir egal, wer mir den gibt, ich brauche auch keine geschlossene Flasche, weil mir würde doch keiner Drogen in den Cocktail kippen und ach, da sind 5 Jungs, die wollen mit mir vor die Tür gehen, ja, warum denn nicht, dann rauchen wir halt zusammen eine oder so, ja, oder die haben bestimmt irgendeine coole Droge, die sie mir da geben wollen, die will ich aber auch. Also, weißt du, das ist komplett von deinem Gehirnaufbau abhängig und von deinen Erfahrungen, die sich da drin spiegeln. Oder eben auch Erfahrungen, die aus frühe Drogenbenutzung, ne, Cannabis, Heroin, Kokain, sehr, sehr wichtig. Wenn du das früh verwendest, verändert sich auch total stark der Gehirnaufbau. So, und wenn du das hast, das geht auch irgendwann, dann kannst du dir überlegen, das eigentliche Gedächtnisinhalt-Uploading zu machen. Das würde ich also trennen. Und das kriegst du natürlich hin. Also die Idee ist ja alt, als Brain Squids, dass du quasi außen so ein Squid aufsetzt und da gibt es Science-Fiction-Literatur zu. Und dann wird das halt ausgelesen. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, das zu machen, indem du zum Beispiel jemanden verschiedene Reize aussetzt und dann die Reizreaktionen und die Erinnerungsinhalte darstellst. Also gehen tut das auf jeden Fall. Aber ich halte es ist relativ aufwendig. Und ich denke, wir werden halt durch Brände, Fluten und Wirtschaftszusammenbrüche in vielen Ländern werden wir wahrscheinlich jetzt so große Probleme kriegen, dass dieser sehr interessante und schöne Inhalt möglicherweise nicht mehr in unserer Kultur möglich sein wird. Ne? Eine habe ich noch, dann ist Julia wieder dran. Jemand fragt, welche Sichtweise oder Position du zu mathematischen Objekten hast und warum. Zum Beispiel, als Beispiel führt er den Platonismus an. Ja, also da muss ich sagen, ich habe da Berührung mit über meine Frau, die ist so, die hat halt so nicht so gute Sachen in ihrem Leben erlebt und ist so sehr still manchmal auch, auch wenn man das so nicht merkt unbedingt, aber man darf die wirklich nicht zu lange alleine lassen, dann versinkt die so komplett und braucht so ein bisschen Anregung von außen oft und die ist sehr reingefuchst in so mathematische Dinge und Objekte. Also da kommt sie dann regelmäßig an. Also zum Beispiel heute Morgen hat sie so gesagt, so, weil ich das irgendwie nicht gemerkt hatte, hat sie gesagt, guck mal, ich habe meinen Schrank entmüllt, so, obwohl sie gar keinen Müll hat. Ja, also. Und dann war er halt noch ordentlicher als sonst.
Und da habe ich immer angefangen zu kaufen, weil sie das mal erwähnt hat, so ganz komplizierte Zauberwürfel. Also ich habe angefangen mit welchen, die genauso aussehen wie normale Zauberwürfel, aber viel mehr Flächen pro Seite haben. Das wurde ihr dann aber sehr schnell zu langweilig. Da hat sie dann nur noch angefangen, so Herzchen auf jeder Seite zu machen oder so, wo ich mich frage, wie das überhaupt geht. Und also wirklich, ich begreife das nicht. Es ist für mich absolut unverständlich. Ich habe da keinerlei, also ist mein Gehirn nicht für aufgebaut. Und dann fing sie aber an, dann habe ich gesehen, es gab noch andere, die überhaupt nicht aus gleichen Teilen bestehen. Die bestehen nur, also die werden zwar am Ende in irgendeine Form, aber wenn du die drehst, kriegen die nur unterschiedliche Teile. Und ich sehe halt, wie sie da so interessiert dran ist. Ich filme sie auch manchmal dabei, wie sie das macht und so. Dann stellen wir das auch online und so. Und da muss ich sagen, ich interessiere mich dafür, weil ich habe sie dann auch mal gefragt, soll ich dir mal eine Zeitschrift kaufen oder so, weil sie hat überhaupt keine so naturwissenschaftliche Ausbildung, aber fuchst sich da total rein immer. Und dann habe ich das Spektrum der Wissenschaften gekauft, die gerne auch mal so mathematische Sachen machen und so. Und also ich sehe da, weil ihr eigentlich aus dem esoterischen Bereich kommt, ich sehe da etwas, was, das würde ich jetzt nicht gruselig nennen, aber das finde ich außerordentlich interessant. Es gibt ja, das wisst ihr natürlich wahrscheinlich, aber ich erwähne es mal, im musikalischen Bereich diese merkwürdige und für mich absolut unerklärliche Tatsache, dass die Akkorde, die im Lauf der Jahrhunderte nicht immer gleich als harmonisch wahrgenommen wurden, aber trotzdem diese ganzen Töne und Harmonien, die sind ja ganzzahlige Verhältnisse. Es gibt niemanden auf der Erde, der das erklären kann, warum das ganzzahlig ist zum Beispiel. Das ist jetzt keine geometrische Form. Aber wenn du zu den geometrischen Formen gehst, es gab eine sehr große Bewegung, können wir mal googeln, Fullerene und sowas. Das sind so eigentlich geometrische Figuren, die in der Natur gebildet werden. Okay, warum nicht? Aber die haben dann auch ganz interessante, besondere Eigenschaften. Das finde ich zum Beispiel auch total abgefahren. Also da komme ich eher aus der chemischen Ecke und sehe dann eben, dass da eigentlich nur was Mathematisches hintersteckt. Und abschließend will ich das, um nur so ein paar Schlaglichter zu setzen, wir standen mal in Leipzig mit einer Freundin, die ist nach außen hin, würdest du das niemals erkennen, dass sie der totale Nerd ist, die ist aber lupenreine Mathematikerin, die interessiert sich nur für Mathematik in Wirklichkeit, überspielt das aber sehr, sehr stark, das nennt man maskieren, also die sieht halt wie eine ganz sozial eingebettete, total sexy, super Frau aus und so, das machen viele Höchstbegabte, dass sie das maskieren. Also die haben auch ganz oft zum Beispiel lange blondierte Haare oder so, weil sie dann wissen, okay, dann habe ich meine Ruhe. Ne? Und interessieren sich aber sonst überhaupt nicht für diese sozialen Sachen. Und da haben wir ein Interview mit ihr gemacht über eine sehr interessante kleine mathematische Sache, die ich sehr lustig fand, weil die jeder verstehen kann. Man muss sich die Zeit dafür nehmen, aber es kann jeder begreifen. Also jeder. Ist aber widersinnig. Und dann kommt so ein Typ vorbei und sieht uns, weil wir alle schwarze Klamotten anhatten, und sagt, während dem Interview, hat gesehen, dass wir ein Interview machen, haben Sie schon mal über Gott nachgedacht? Und dann hat sie wirklich wie aus der Pistole rausgesagt, also das war auch nicht, hat sie gesagt, wir reden gerade über Mathematik, wir reden über Gott. Das war sensationell. Also das meinte die todernst, das war überhaupt nicht lustig, flapsig oder schnippisch oder sowas gemeint, ja. Und ich sehe den Bogen, also dieser, was auch bei Matrix vorkommt, der große Architekt oder was die Freimaurer und Freimaurerinnen, wenn es mal Frauen gibt, meistens sind es ja Männer, sagen, ich sehe diese große Architektur. Das ist wirklich geil. Also ich glaube auch nicht, dass wir da noch eine gute, naturwissenschaftlich gut annehmbare Lösung finden werden. Also das ist echt, ich finde es einfach sexy und cool. Ja. Musik ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja diese Fibonacci-Folge, glaube ich. Fibonacci, ja. Fibonacci von Tool, glaube ich, wird das angewandt in der Musik von der Band. Das finde ich ganz geil. Ja, Bach, also ihr braucht euch nur, oder Beige, wie die Amerikaner sagen, Beige, also Bach, hat ganz viele mathematische Gags drin. Es gibt ein Buch, das versteht man leider nicht, außer ihr seid super schlau, ich verstehe es nicht. Das heißt Gödel, Escher, Bach. Und Escher ist ja am bekanntesten sind diese Treppen, die nie enden. Also auf einem Bild hast du eine Treppe, da kannst du weitergehen. Und da wird eine sehr starke Verbindung zwischen Musik, also Bach und seine mathematischen Spielereien, Gödel und Escher eben geschlagen. Also wenn ihr Spaß daran habt und jetzt nicht so in den magisch-esoterischen Bereich gehen wollt, sondern eher mal so in die Ecke, viel Spaß. Also da gibt es Welten zu entdecken. Es macht auch Spaß, dann bei dem zu bleiben, was messbar ist. Also da hat man genug Zauber und Magie, da braucht man gar nicht alles andere, was im magischen Bereich noch unterwegs ist. Also die Sorte Menschen gibt es ja auch, die nennen das natürlich dann nicht esoterisch oder magisch, aber hey. Ja. Julia. Ja, ist interessant, dass du genau gerade das Schlagwort messbar benutzt hast, denn da wollte ich gerade drauf zurückkommen. Nämlich, du hast in einem Interview gesagt, dass du am liebsten ja einfach alles machst, was messbar ist.
Und da war auch das Wort Energie, messbar. Wie misst du Energie im Lebensfeld, im Lebensraum? Wie funktioniert das? Also für uns als Biologinnen und Biologen ist das sehr, sehr einfach, weil da kannst du Wärme nehmen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Währung, weil Kalorien, also Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette und so weiter, was wir als Nahrung nehmen, was ja die Währung auf der Erde ist, sind ja Kalorien, die werden ja durch Wärme gemessen. Also das steckt ja schon in dem Begriff drin, das ist ja fremdsprachlich. Ne? Also man misst sozusagen, wie du aus Fetten, Eiweißen, Kohlenhydraten, wie viel Wärme du da umwandeln kannst. Und deswegen ist das für uns eigentlich eine klare Sache. Und alle Lebensenergie, die wir sehen und die in Handlungen, ja, also was weiß ich, Reden, Spielen, Sport, Sex, Schlafen, Wachstum von Haaren, Fußnägeln und so, das kannst du alles in sehr, sehr leichten Währungseinheiten umrechnen. Das ist ATP zum Beispiel als typischer Energieträger im Körper oder eben auch in Kalorien, wie du halt willst. Also das ist biologisch gelöst. Dann gibt es natürlich noch Dinge, die man jetzt, wenn du aus einer anderen Umgebung kommst, als Energie wahrnehmen kannst, zum Beispiel dieses schon genannte Synchronisieren von Gehirnen, dass die Leute gemeinsame Erlebnisse haben, die sie gemeinsam berühren. Ich kann mal ein Beispiel sagen, ich war bei Leonard Cohen, das ist ein Sänger, der ist jetzt schon tot, der hat aber zwei Generationen sehr stark beeinflusst, so sagen wir mal so Hippie-Zeit und dann aber später nochmal die Leute, die älter geworden sind und dann so vielleicht ein bisschen Gothic oder Batcave, Grufti und so geworden sind, die erste Generation von denen teils noch. Und da war ich mal bei einem der letzten Konzerte und das war ganz verrückt. Der ist total depressiv gewesen und hat fürchterliche Rückenschmerzen gehabt. Das ist so eine typische Erkrankung bei Depressiven. Die haben eigentlich fast immer Rücken- und Knieschmerzen und Kopfschmerzen. Das sind so die drei hauptsomatisierten Erkrankungen bei Depressiven. Und hatte der also auch ganz, ganz schlimm. Der konnte am Ende auch nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen. Das war wirklich, du konntest nicht zugucken. Der hat ganz oft gekniet auf der Bühne nur noch. Er hatte Knien gesungen dann. Und die Leute dachten, er kniet vor denen nieder. Die haben nicht gerafft, dass das somatisierte, körperliche, schwere Erkrankungen sind. Und da war das zum Beispiel so, da ist das übergesprungen in Freude. Also da sind die Leute gar nicht so wie dieses Bewegte, was du oft so bei eher philharmonischen Sachen hast oder so, dass dann alle so wie wow, ne, so dieser Schauder, sondern die sind alle total fröhlich geworden. Also 75-jährige Leute mit ihrer scheiß Übergangsjacke, weißt du, so eine graue, hässliche Fuckjacke und so. Und wirklich, die sahen aus, die Leute, also wirklich ganz schlimm, so wie sich der Punker den schlimmsten Normalo vorstellt. Und auf einmal sind die zurückgeschnappt durch dieses gleichwellige Sein in so eine total fröhliche Stimmung. Kannst du dir so einen Frühlings- oder Sommerabend 1968 vorstellen? Das war total geil. Und diese Art Energie, die müsstest du natürlich dann, wenn du die messen wolltest, kann man auch bleiben lassen, die müsstest du dann halt mit dem, weiß ich nicht, EEG, EKG, MRT oder sowas, könntest du das natürlich auch messen. Weil zum Beispiel beim MRT misst du ja dann Sauerstoff oder fMRT zumindest. Oder Herzschlag oder Hirnströme, das ist ja alles Energie, messbare Energie, das ist ja alles Strom eigentlich. Ja. Also das kann man eigentlich leicht messen. Dann würde ich vielleicht gerade noch mal kurz springen. Hier war nämlich noch eine Hörerfrage, vielleicht die auch dich persönlich betrifft. Du gibst ja auch Vorträge zu verschiedenen Themen. Und da war die Frage, wann du denn ja wieder Vorträge gibst demnächst, ob da wieder was kommt, ob du die, da war der Vorschlag, du könntest dir, ich möchte hier auf Corona ansprechen, draußen tragen, vielleicht vortragen. Ja, die Vorträge. Ja, habe ich auch schon gemacht, habe ich also im Sommer auch gemacht, das ist immer sehr schlecht, weil da ist es sehr unruhig, also jetzt, heute ist ja der 6. August 2021, da hat der derzeit sehr bekannte Künstler Helge Schneider zum Beispiel auch abgebrochen, so ein Konzert, weil im Freien ist das wirklich sehr, sehr schwierig, das kann ich also nachvollziehen. Weil da läuft halt doch dann, weißt du, dann gehst du doch aufs Klo und dann gehst du dir doch noch ein Bier holen und dann gehst du doch mal kurz was besprechen oder gehst du doch mal ans Handy. Also da wirst du wahnsinnig, das ist nicht gut. Also wir machen die ganze Zeit Sachen, also zum Beispiel den Film Schweinchen, das ist ein Verwesungsfilm von mir, wo fünf Schweine verwesen, der läuft ab und zu mal dann unter Corona-Bedingungen, meistens in Kunstausstellungen. Ich bin in Kürze auch in Thüringen bei Bremen, dem Tiervater Bremen. Das war jemand, der früher sehr bekannte Tierbücher geschrieben hat. Der Vater von ihm war auch bekannt als Vogelkundler, der war Priester. Auch interessanter Brückenschlag. Das war früher nämlich oft so, dass die Lehrer in Schulen und Priester und Priesterinnen, dass sie auch, also katholische oder evangelische Priester und Priesterinnen, dass die auch Naturwissenschaften betrieben haben. Was wir heute für, ne, da würdest du heute sagen, wo ist denn da der Zusammenhang? Das war aber damals total normal. Und oder auch Bach, ne, der diese ganzen mathematischen, musischen Sachen gemacht hat und der auch gleichzeitig natürlich gläubiger Christ war. Und
Da findet eigentlich häufig was statt. Also müsst ihr mal auf meiner Seite gucken. Da gibt es so eine Seite, da steht, oder tippt bei Google ein, Beneke Shows, da kommt das sofort. Und also eigentlich ist immer irgendwo irgendwas. Und sei es dann halt auch in sehr kleinem Rahmen. Aber die großen Sachen, die kommen dann halt wieder, sobald diese, ich denke mal, also Stand heute, sobald halt diese Impfsache gelöst ist. Also es wird ja darauf hinauslaufen, dass das dann nur für Geimpfte ist. Aber das muss man natürlich im September 2021, also in 1,5 Monaten ist ja die Bundestagswahl. Und dann muss die entsprechende Regierung muss das halt durchfighten. Das wird natürlich einen Volksaufstand geben, aber darauf wird es halt hinauslaufen. Und sobald dann die neue Regierung das durchfighten kann, wird es dann wieder Großveranstaltungen geben. Was mich noch interessieren würde, das ist ein Thema, das mich selbst sehr betrifft. Extrem sogar, würde ich sagen. Hast du irgendwelche Zwangs, es gibt ja so Zwangsstörungen, da habe ich ganz viele. Ich habe ganz viele so Zwangsstörungen und so Zwangsrituale. Ich habe so einen Zählzwang, so einen ganz extrem ausgeprägten und noch ein paar andere Sachen, mit denen ich besser umgehen kann. Aber dieser Zählzwang, diese Zwangsstörung, die quält mich richtig schlimm. Seit vielen Jahren habe ich das schon ganz, ganz viele Jahre, ne? Jetzt auch schon über 40. Und also es quält mich wirklich sehr. Tag und Nacht. Mhm. Hast du auch sowas? Kannst du da das nachvollziehen? Also gibt's. Nee, also bei mir ist das harmlos. Also das haben eigentlich alle Aspis, dass du irgendwie sehr gerne sortierst und misst und so. Aber das lässt sich dann eigentlich gut in Bahnen lenken. Zum Beispiel bei mir ist das so, ich gehe, bevor ich zum Beispiel aus dem Labor gehe, gehe ich schon 3-mal rum. Also ich weiß 100%, dass ich die Fenster zugemacht habe, aber weil ich das halt einmal vor so und so vielen Jahren nicht zugemacht habe, muss ich dann halt nochmal gucken. Oder so. Aber das ist ja nach der neuen psychiatrischen und, also es gibt ja von der Weltgesundheitsorganisation und von den psychiatrischen Verbänden gibt es ja zwei Einordnungen von Krankheiten. Das DSM und ICD heißen die beiden. Könnt ihr auch googeln, die sind auch veröffentlicht natürlich. Und da ist es so, dass das dann auch nicht als zwanghaft gilt, weil die sehen das so, solange du damit kein Problem hast, ist das egal. Also das gilt zum Beispiel auch für das ganze Quere, was ich vorhin kurz im Nebensatz angesprochen habe, hier in Köln, das wird heute überhaupt nicht mehr als problematisch angesehen, während das zum Beispiel in vorigen Versionen hat man noch gesagt, das ist ein soziales Problem, bis man erkannt hat, die Gesellschaft hat ein Problem damit, nicht die Leute, dass die dann depressiv werden oder sich umbringen. Das liegt daran, weil alle Leute sich ständig nerven und beleidigen und herabsetzen und quälen, aber nicht, das liegt nicht daran, dass die halt lesbisch sind oder so, ja. Mhm. Und das heißt, das Einzige, was bei dir ja offenbar ein Problem richtig darstellt, ist ja das, was wo du sagst, dass sich Tag und Nacht quält. Das würde dann unter die Festlegung von Zwangserkrankung fallen, weil es dich stört. Und vielleicht dann manchmal auch andere. Nehmen wir an, du hast Lebenspartner, Lebenspartnerin, die dann irgendwie sagen, ey, komm jetzt, sorry, aber jetzt müssen jetzt wirklich das und das machen. Und habe ich nicht, aber jetzt muss ich auch sagen, du hast als Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerin natürlich eine sehr gute Ausrede, wenn es um Zählen und Messen geht, weil das ja dein Beruf ist. Das heißt, ich kann dir mal ein Beispiel sagen, von vielen Leuten, die ich kenne, die auch sehr stark maskieren, also die sich auch nach außen extrem, also gerade bei den Frauen extrem gut anziehen und ich will nicht sagen sexy, das wäre übertrieben, aber auf jeden Fall sehr auffallend gut aussehend rumlaufen, dieses typische Maskieren und die machen die zählen den ganzen Tag und messen den ganzen Tag und haben die beste Ausrede, weil sie werden sozial in Ruhe gelassen, weil man sagt, okay, die ist offensichtlich total normal, sieht super aus und so, bla bla. Und gleichzeitig sind sie dann meinetwegen Professorin oder Professor für irgendwas, wo sie sowieso den ganzen Tag ihren kauziges Zeug machen können. Deswegen sagen wir mal so, es ist halt schwierig, da eine Abgrenzung zu treffen, weil viele von denen natürlich auch keine sozialen Probleme haben, weil sie überhaupt kein soziales Umfeld haben. Die haben keinen Lebenspartner, keine Lebenspartnerin. Im Labor müssen und sollen sie messen und zählen die ganze Zeit. Bei einer Sitzung maskieren die das. Also sagen wir mal, es gibt ja sehr viele verschiedene Zählzwänge, aber sagen wir mal, das wäre jetzt irgendwas, sagen wir mal, die zählen die Falten in der Gardine jetzt bei irgendeiner Sitzung oder so. Das können sie ja nebenbei machen. Das können die ja ganz leicht maskieren. Und es hängt also wirklich sehr, sehr stark davon ab, was es ist. Deswegen würde ich sagen, da fragst du eventuell den Falschen, weil das in unserem Bereich abhängig von der Art des Zählzwanges zum Beispiel sehr, 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 sehr gut einbaubar ist in dein Leben. Ne? Ich kann dir auch, also wirklich, ich kann dir noch ein Beispiel von einer Freundin sagen, bei der ist das so extrem, dass die wirklich wirklich gar keine Sozialkontakte mehr hat, gar keine, und die zählt eine bestimmte Sorte Tiere den ganzen Tag einfach und ist eine begnadete, sehr, sehr anerkannte Forscherin in dem Bereich.
wo es darauf ankommt, dass du rauskriegst, wo sind die, in welchem Bereich der Welt, zu welcher Zeit und so weiter sind diese Tiere. Also deswegen, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es das in unserem Bereich nicht vielleicht häufig gibt. Tiere ist ein gutes Stichwort. Ich habe noch eine Frage zum Thema Kryptozoologie von jemandem. Der fragt eben, wie du überhaupt diesem Bereich Kryptozoologie gegenüberstehst. Ja, sage ich sofort was zu. Ich möchte aber kurz was noch zu sagen zu den Hörerinnen und Hörern, die jetzt vielleicht auch mit den Zwängen was zu tun haben. Es gibt ja alle möglichen Zwänge, nicht nur Zählzwänge. Also ich würde euch wirklich raten, auch wenn ihr das jetzt scheiße vielleicht findet, wenn ihr zum Beispiel, das nennt sich Sozialpsychiatrie, das sind so Zentren, wo die unglaublich niederschwellig alles anbieten bis zu, okay, jetzt fixieren wir dich. Ja, das machen die aber nicht, da haben die überhaupt gar keinen Bock zu. Also die Leute, die da arbeiten, haben das Letzte, was sie machen wollen, ist irgendeinen Menschen irgendwie festschnallen. Und das ist so unglaublich niederschwellig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da sind ganz oft Blumenwiesen vor, wo ihr euch einfach auf eine Bank setzen könnt und wo die sagen, wissen Sie, das reicht in der Regel schon. In der Regel ist es ganz oft so, dass sie einfach mal ihren ganzen Stress, wir weisen sie jetzt einfach mal 3 Wochen ein oder sie weisen sich jetzt selber ein, sie gehen noch nicht in die Tagesklinik, wo sie nach Hause zurückgehen abends oder nachmittags, sondern sie bleiben jetzt echt hier. Und dann kommen sie in eine kleine Wohngruppe, die Leute haben gar keine Auffälligkeiten, die man sich jetzt so vorstellt, weil wie der fliegt übers Kuckucksnest, ja, oder so in so einem Film. Und dann kann man auch gerade an solchen Sachen, wie zum Beispiel schwere Phobien, schwere Zwänge und so weiter, dann kann man da so entspannt rangehen, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Macht's einfach mal. Redet, besprecht das mit eurer Familie. Eure Familie wird 3 Kreuze schlagen. Die sagen, ja, gerne, mach's endlich. Und ihr werdet wahrscheinlich die friedlichste Zeit eures Lebens erleben. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, Entschuldigung, jetzt zurück zur Kryptozoologie. Okay. Ja, die Frage habe ich im Prinzip schon gestellt. Und wir hatten ja vorhin den Hans-Jörg Vogel, der sich damit beschäftigt. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Brücke. Also ich finde das immer super. Also es werden ja ständig neue Tierarten gefunden. Auch welche, wovon keiner was hört, was auch gar nicht unter Kryptozoologie fällt. Ich bin zum Beispiel der Namensgeber einer Art Astrophiura Mark Beneckii. Das ist ein ausgestorbener Schlangenstern. Also das ist eine historische Art, es gibt aber auch ständig neue Arten. Ich habe zum Beispiel selber eine Art entdeckt, die niemand kannte. Die haben wir benannt nach einer befreundeten Kollegin aus Kolumbien von mir, die nie genug Aufmerksamkeit kriegt, Martha Wolf. Das ist so ein winzig kleines Tier, was wir vom toten Schwein in Peru gesammelt haben. Und ich, also offener als ich, also unser ganzes Labor, auch die Tina, meine Mitarbeiterin, wir sind extrem offen für sowas. Mir tut es halt leid, dass sehr viele Leute verarscht und ausgebeutet werden in dem touristischen Bereich. Also da gibt's also seit es Tourismus gibt, werden die Leute halt verarscht. Der Klassiker ist, du wirst in eine abgelegene Region mitgenommen. Es ist alles, wird das in so eine zauberhafte, anstrengende Art, wo du sehr viel Energie reinstecken musst, gemacht. Am Ende darfst du dann halt vielleicht den Gegenstand erwerben oder so. Das tut mir halt oft leid. Oft sind es auch, früher gab es das noch sehr, sehr oft, Affen, die mit Krokodilen zusammengebaut wurden. Ja. Das kennt man heute nicht mehr so, aber das war sehr, sehr weit verbreitet. Mir tut es eher leid, dass die Leute so ausgenutzt werden. Und, naja, aber neugierig sind wir immer. Und wenn diejenigen, die uns das bringen, an Messungen interessiert sind, ist das kein Problem. Was wir nie bearbeiten, das hat ja mit Kryptozoologie zu tun, ist nicht, ich habe mal gehört, ich habe in einem YouTube-Video gesehen, mir hat jemand gesagt, der ist aber Doktor und hat aber geschworen, das ist so. Dann ist das so, okay, gut, okay, schönen Tag noch. Also freundlich jetzt, schönen Tag noch, aber wir haben damit nichts zu tun. Wir messen Dinge. Wenn Sie nichts zu messen haben, können wir Ihnen leider nicht helfen. Also das ist eine schöne Geschichte, freuen wir uns für Sie. Also nett, nicht jetzt, das hört sich jetzt vielleicht überheblich an, aber so ist es gar nicht gemeint. Es ist wirklich so super geil, schreiben Sie es doch mal auf oder so, damit das nicht verloren geht und machen Sie doch ein kleines Büchlein draus oder sowas. Ne? Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar Remote Viewing. Sagt ja wahrscheinlich was. Ich habe mit dem Remote Viewing selbst schon ein Experiment gemacht mit jemandem, der bei mir im Podcast war, der eine Seite betreibt, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und Remote Viewing war ja auch in den USA beim Militär und so vor vielen, vielen Jahren auch mal ein Thema. Welche Sorte meinst du? Da muss man immer aufpassen, weil sich das im Laufe der Zeit ein bisschen ändert. Welche Sorte Remote Viewing meinst du? Das kann ich dir nicht sagen, was da angewandt wurde in den USA, das so weit zu tief. Nee, welche du meinst, als du das Experiment gemacht hast im Podcast. Das ist eine gute Frage jetzt. Also gib mir mal die verschiedenen. Naja, es gibt ja auch rein technische Lösungen, die ja jetzt überhaupt nicht irgendwie seltsam sind. Also du kannst ja mit Sensoren und so weiter arbeiten und dann.
der Vorgang war eben sehr sachlich. Das hat mich ein bisschen, das fand ich, war ich ganz begeistert. Wie, es war wie wenn du eine Bedienungsanleitung für einen Schrankaufbau durchgehst. Das waren so 6 Punkte eben, die ich, also 6, wie sagt man da, so Abschnitte. Und wir haben die ersten 3 gemacht und nach den ersten 3 hat er eben meine Ergebnisse ausgewertet. Und ich war erstaunt, dass ich lag zwar daneben, klar, er hat mir so ein Bild vorgegeben, das kannte aber in dem Moment nur er und ich sollte das eben viewen. Ich habe es auch zum ersten Mal gemacht und ich bin eben diese Schritte abgegangen und ich war, ja, wie gesagt, ich war erstaunt, wie sachlich der Vorgang war und kein Hokuspokus dabei, keine Ahnung, tote Katze reiten, was weiß ich. Ich war erstaunt, ich habe davor davon nichts gehalten oder ich kannte es ja auch nicht, habe gedacht, das ist ein bisschen Zauberei dabei. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich lag da gar nicht so daneben. Ich lag natürlich daneben, aber es hat trotzdem das eine oder andere gepasst. Kann natürlich auch anders zu erklären sein, ne? Aber ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Also da gibt es ja viele Experimente, also am bekanntesten sind ja die Telepathie-Experimente mit Karten, wo im anderen Raum jemand sitzt, ein Kreuz, je nachdem Herz, Quadrat, was auch immer, Punkt oder so. Und also wenn du da große Datenmengen nimmst, funktioniert das einfach nicht. Das ist halt so, zum Beispiel meine Frau kann das sehr, sehr, sehr gut. Das kann man so ganz grob Cold Reading nennen. Das ist nicht unbedingt das, also ich sage es nur mal als Stichwort, damit ihr das mal googeln könnt, wenn ihr wollt. Aber die kann sehr, sehr gut bei Telepathie, kann die dir sagen, wenn die den anderen sieht, was der für eine Karte hat, was überhaupt keinen Sinn ergibt, null. Also ne, auch ohne Brille, wo sich das drin spiegelt und so. Aber die hat halt gelernt, sehr stark auf Mikromimik und dergleichen zu achten. Ist jetzt ein anderes Thema, wirkt aber auf jeden Fall auch sehr merkwürdig. Und ich kann dir nur sagen, also ich kenne die Leute aus dem Institut für die parapsychologische Forschung in Freiburg. Ich habe doch schon einen Vortrag gehalten. Ich schreibe auch manchmal für die Zeitschrift für Anomalistik, die also vollkommen abgelehnt wird im naturwissenschaftlichen Bereich, obwohl ich die nett finde. Ich habe mit dem Interview, mit dem, sagen wir mal, Leiter der Bibliothek und dem ehemaligen Mitarbeiter des bekanntesten Parapsychologen, den es in Deutschland gab, Professor Bender, der auch vollkommen, komplett 100% abgelehnt wird von allen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, habe ich auch ein langes Interview gemacht, das könnt ihr mal googeln, Marc Benecke und oder Bauer Benecke Parapsychologie-Interview oder so, dann findet ihr das. Ja. Und also die Macht der großen Zahlen bei einer verblindeten Studie, das würde also heißen, dass jemand, der das Verfahren nicht kennt und das Remote Viewing mit dir macht, der das Verfahren nicht kennt. Das müsste man halt dann eine bestimmte Anzahl von Fällen wiederholen und man müsste halt vor allen Dingen festlegen, ab wann gilt es als ähnlich und ab wann gilt es nicht als ähnlich. Und wenn du diese beiden Sachen festlegst, bei Telepathie, Remote Viewing, wie auch immer du das nennen willst, ist bei großen Zahlenmengen noch nie in den letzten, sagen wir mal, ernsthaft wird das ja so seit den 60ern, 70ern gemacht, 1960ern, 70ern, ist noch nie was rausgekommen. Bei kleineren Zahlenmengen kommen natürlich die üblichen Schwankungen raus, die du auch sehen kannst. Es gibt so eine Vereinigung, das GWOP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von parawissenschaftlichen Verfahren. Die machen jedes Jahr so Paratests. Da kannst du sagen, was du kannst. Pendeln, Handys finden, Magnete finden, Kristalle finden, Wasseradern finden und sonst sowas. Und die machen das doppelt verblindet in mehreren Versuchsstufen. Also wenn du im ersten Durchgang zum Beispiel eine überstatistische Häufung hast, dann musst du einen zweiten und dritten Versuch machen, weil das ist statistisch zwingend notwendig. Sonst ist das mathematischer Schwachsinn. Und das schafft halt niemand. Es gibt immer mal wieder Leute, die Überhäufigkeiten schaffen im ersten Durchgang, aber das ist auch zu erwarten. Das ist ja klar, weil du hast eine Gauss-Verteilung und natürlich geht die mal, dass du zu schlecht bist, mal bist du zu gut. Und wenn du jetzt eine Person hast, die mit 10 Schuhkartons pendelt, wo das Kristall ist oder wo die 2 oder 3 Kristalle sind, je nachdem, und da 5 Durchgänge macht, klar hast du da auch mal gute Durchgänge. Aber das muss sich halt in einem statistisch abgesicherten Verfahren, was weltweit alle Statistikerinnen und Statistiker anerkennen und nicht irgendwie ein paar, sondern was alle anerkennen, also 99,9%. Und da hat das noch nie geklappt. Und das wirst du beim Remote Viewing auch erleben. Wenn du das verblindet machst, also dass der dich testet, nicht weiß, worum es geht, trotzdem aber die Arbeitsanleitung mit dir durchgeht, du das machst und ihr vorher ein Kriterium festgelegt habt, wann es ähnlich ist und nicht ähnlich ist, dann wirst du sehen, dass es halt nicht funktioniert. Also das ist gemessen. Da könnt ihr auch sogar in die Zeitschrift für Anomalistik gucken, die also absolut befürwortend für Psi besonders sind. Also die sogar sagen, wenn du ein schlechtes Psi-Ergebnis hast, beweist das Psi. Wo wir als Naturwissenschaftler sagen, jetzt verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber dann sagen die, na klar, weil ihr sagt, es gibt eine Gauss-Kurve, es kann man ins Gute und Schlechte schlagen, also sagen wir auch, es gibt irgendwelche Störeinflüsse, ja, also sorry. Aber das sind so schwache Effekte, wenn du das wiederholst und in große Zahlenmengen
übersetzt, bleibt da nichts übrig. Das ist so wie der Unterschied zwischen, die Herdplatte ist heiß, ich kann mir Nudeln drauf kochen, oder die Herdplatte fühlt sich jetzt gerade ein bisschen wärmer als gestern an, aber du kannst deine Hand drauf liegen lassen. Also es, da muss man leider die sogenannten Effektstärken und die, vor allem die statistischen Verfahren sich angucken. Also ich, wenn, aber ich bin jederzeit bei so einem Test dabei, wie bei den Geisterjägern und Geisterjägerinnen, wenn ihr Bock dazu habt, aber ihr müsst euch auf die Regeln einigen. Zum Beispiel bei den Medien, wir haben ja dauernd kriminalistische Medien, die sagen, sie können im Kriminalfall helfen. Habe ich auch schon einen Artikel in der Kriminalistik geschrieben, der ist auch online. Das ist die Zeitschrift, die von allen Landeskriminalamtsdirektoren und Direktorinnen rausgegeben wird. Ich habe 100% schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht. Weil wenn die merken, dass es nach einem sehr schwachen Kriterium, was sie selber bestimmt haben, nicht ich, sie selber haben festgelegt, ab wann sie gut sind und ab wann sie nicht gut sind, nicht ich, sie. Und es geht jedes einzelne Mal schief. Dann sind die hinterher, dann brechen die den Kontakt ab, dann reden die nicht mehr mit dir, dann sind sie beleidigt, dann bin ich oder Gott oder irgendwer schuld. Und es tut mir leid. Also wer sich nicht auf die Spielregeln einlässt, das ist wie wenn du eine Klassenarbeit schreibst. Du sagst, du kannst ausrechnen, wie ein Dreieck funktioniert. Dann gebe ich dir einen Test und sage, okay, dann rechne es jetzt aus und dann kannst du es nicht. Und dann sagst du, nee, das ist jetzt Gott schuld, dass ich das nicht kann. Also nein. Du bist einfach ein Angeber. Sorry. Ne? Also du kannst jetzt gerne nochmal das machen, dann lernst du das jetzt und dann können wir nochmal einen Test machen. Ne? Das ist halt ja. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen, würde ich sagen. Vielleicht hat Julia noch was. Ja, ich habe noch eine Hörerfrage. Wenn ich die nicht frage, kriege ich, glaube ich, ganz doll Ärger. Und zwar von einer Freundin von mir, liebe Grüße, Heike. Die hat eine Frage, und zwar, ob du in deiner ganzen Laufbahn irgendwann schon mal Brechreiz hattest. Also nur, wenn ich zu viel gesoffen habe am Abend vorher. Ne, dann ist, aber das hätte ich dann, also das habe ich früher, also ich muss dazu sagen, ich trinke eigentlich überhaupt keinen Alkohol mehr. Also ich komme aus einer Zeit, in der das normal war, da hast du freitags oder samstags abends hast du Bier oder Wein oder sowas getrunken oder Schnäpse oder später Alkopops, also ich nicht mehr, aber also das muss man jetzt für Jüngere sagen, das war also sozial normal und da ist mir dann auch schon mal schlecht gewesen am nächsten Tag, ne, aber Ich habe vorhin noch ein Video von dir geguckt, bevor wir hier angefangen hatten, da hast du erzählt, dass in diesem Interview hast du gesagt, kurz bevor du dieses Interview angefangen hast, hattest du mit einem Tatortreiniger geredet, der meinte, der Geruch. Und du hast zu ihm gesagt als Tipp, er soll ein paar Mal ganz tief einatmen, weil das Gehirn dir dann sagt, nicht so gut, ich schraub mal das Empfinden ein bisschen runter, habe ich das richtig erklärt, so laienhaft. Ist das wirklich so, ja? Ja genau, das nennt sich efferente Fasern. Also das heißt, an den Gehirnnerven, da hat man früher Fasern zugesagt, ne, der alten Leute. Und efferent bedeutet, dass das Gehirn auch zurücksteuern kann. Zum Beispiel beim Hören und beim Riechen kann das Gehirn sagen, ich möchte jetzt ein bisschen weniger hören oder ein bisschen weniger riechen. Möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht, das kann aber auch mit was anderem zusammenhängen, aber es gibt ja auch die früher, weil das ist das sehr oft aufgetretene hysterische Taubheit zum Beispiel, dass die Leute also wirklich nichts mehr gehört haben. Das kam aber durch starke seelische Anspannung halt. Ich kann auch andere Gründe haben, ne? Aber ich will nur sagen, also das Gehirn kann auch so Dinge tun. Das kennt jeder, der schon mal komische Sachen im Gehirn erlebt hat. Also da ist einiges los, ne? Also selbst ein Zellzwang ist ja auch nur eine Gehirnverschaltung, ne? Mehr ist es ja auch nicht. Ja. Und insofern, ja, also ist völlig richtig, was du sagst. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ich meine, dass wenn man das nicht möchte, heutzutage, also seit ein paar Jahren gibt es ja dieses Fibrez oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Das ist ganz interessant, weil das funktioniert tatsächlich. Das ist also, früher gab es nur Maskomal da hat dann alles nach Kirsch- oder Himbeerkaugummi gerochen. Das ist aber ein Problem, weil wenn du das nächste Mal dann Kirschkaugummi oder Kirsche riechst, dann denkst du an diese Leiche und die verfaulte Person auf dem Sofa. Das ist jetzt nicht so eine gute Idee, weil das Gehirn natürlich Geruchssignale sofort koppelt mit dem, was du da erlebst. Ne? Deswegen kann auch jeder garantiert, meine Oma kam aus Ostpreußen, also was Polen heute ist, und die hat abends immer Tee getrunken. Das heißt, eine ganz bestimmte Mischung aus Textilien, Staub und Tee, da muss ich sofort an Oma denken. Ne? Ja. Das kann jeder bei euch. Irgendwas, was Oma gemacht hat, könnt ihr euch dann daran erinnern. Wahrscheinlich, wenn ihr noch dement auf dem Bett liegt, sagt ihr dann, es riecht ja wie bei Oma. Und deswegen würde ich das nicht machen mit dem Himbeerkaugummi, aber Fibrez geht, weil Fibrez funktioniert anders. Das überdeckt den Geruch nicht. Das schließt die Geruchsteilchen ein. Also jedes einzelne Geruchsteilchen wird umzingelt. Und kauft euch einfach eine Flasche Fibrez. Fertig. Okay, also letztes Thema jetzt. Ich habe, das möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Ich habe auch bei dir gesehen, dass du hast
wie sag ich's? Ist es für dich eine Option, wenn du gestorben bist, bei Gunther von Hagens im Schaufenster zu stehen? Ist es für dich eine Option? Ich habe gesehen, du warst bei Körperwelten, habe ich in einem Video gesehen mit deiner Frau und fandest das wirklich spannend. Du hast ja, glaube ich, bei Gunther von Hagens früher sogar an der Tür irgendwie gestanden als Ordner oder Anweiser. Ich weiß nicht so ganz genau, hast du, glaube ich. Genau, beides. Ich habe sowohl drin gearbeitet und immer die Sachen hergerichtet, bevor die Leute gekommen sind, ja, als auch dann den Rest des Tages an der Tür aufgepasst, dass die Leute nicht amok laufen. Genau, ja. Sieht man dich irgendwann bei Gunther Hagens nach deinem Ableben? Nee, man kann mich lebend einmal im Jahr mindestens da sehen, weil wir unseren Studierendenkurs da machen, im Plastinarium beim Gunther. Und Plastination finde ich jetzt für mich oder so als Biologe, also ich glaube, Biologen finde ich gut. Wir bestehen ja, wie schon gesagt, nur aus Fetten, Eiweißen, ne, Kalorien halt. Und ich möchte gerne, dass die wieder in den Kreislauf des Lebens kommen, Wasser und so. Also ich finde das irgendwie... Also alles, was dauerhaft und haltbar ist, das finde ich äußerst merkwürdig. Also Statuen, Ehrungen, ein präparierter Körper, der nicht der medizinischen Forschung dient, das ist ja beim Gunther so, deswegen finde ich das da auch super geil. Aber alles, was so haltbar oder dauerhaft ist, ist halt ein Märchen. Ne? Wir sind halt nur, also um nochmal was zu sagen, was auch so eine Mischung aus Naturwissenschaft, aber was, das kann man auch übersinnlich auffassen oder esoterisch, die... das wissen vielleicht manche von euch nicht, deswegen erzähle ich es zum Abschluss, wie gesagt, schnell. Also ein menschlicher Körper oder jeder Körper, auch ein Kartoffeltierchen, ist technisch gesehen, das ist auch biologisch so, das ist eine rein naturwissenschaftliche Äußerung, ein sogenanntes Energiephantom. Also die Energie kommt rein, die Kalorien kommen rein und dann gibst du irgendwas ab. Wärme, Schweiß, Tränen, Bewegung, alles Mögliche. Du baust was auf und das nennt man auf Englisch Steady State. Das ist der sogenannte Steady State. Das heißt, deswegen kannst du so schnell sterben. Wenn du ein Gift nimmst, danach hattest du ja gefragt, oder wenn du dir das Genick brichst oder wenn irgendwas passiert, dann funktioniert die Energieaufnahme und Energieabgabe funktioniert dann nicht mehr. Zum Beispiel, weil dein Herz nicht mehr schlägt oder dein Darm nicht mehr funktioniert oder deine Energieübertragung durch ATP im Körper blockiert wird oder deine Nerven verrückt spielen. Und das ist ein Wunder. Da kannst du dich jede Sekunde deines Lebens drüber freuen, über diesen Steady State. Bei Lebewesen, die draußen rumlaufen, bei Lebewesen, die in deiner Wohnung rumlaufen, bei dir selbst. Und deswegen, als Biologe möchte ich gerne, dass der ganze Kreislauf weiterläuft. Was der Gunther macht, ist aber sehr, sehr gut, weil halt alle anatomischen Institute jetzt umstellen oder umgestellt haben schon auf die Plastinate. Also deswegen super Sache. Aber es gibt so viele Körperspender, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich kenne den Raum, wo die liegen. Ja. Das ist mehr als genug. Was? Ich fand das eine ganz beeindruckend, die gekreuzigte Person. Ich musste irgendwie sofort das Video von Nirvana denken, Heart-Shaped Box, habe ich irgendwie sofort im Kopf gehabt, keine Ahnung warum. Finde ich wirklich krass. Ich finde es gar nicht makaber. Ich find's richtig krass und irgendwie hat es was richtig Schönes gehabt, fand ich. Ja, genau, das ist ein Blutgefäßsystem, das ist ausgegossen. Ja. Und der Gunther ist auch der Einzige, der so feinere Adern auch noch ausgegossen kriegt. Und der Rest des Körpers wird dann aufgelöst. Dann bleibt nur das Blutgefäßsystem übrig. Und der hat das auf so ein Kreuz gespannt, wie Jesus Christus. Der kommt natürlich aus einer Gegend, wo die Leute nicht gläubig sind, also aus Ostdeutschland. Und durfte in Deutschland dann aber auch gar nicht gezeigt werden. Ich war dabei, mal ein paar Tage dabei, als sie das gerade da irgendwo machen waren. Und dann hat der Gunther halt gesagt, ja, das müssen wir aber ausstellen zu Ostern. Ne? Und dann haben alle gesagt, die so ein bisschen mit Christentum sagen, Gunther, nicht, bitte nicht Ostern. Wirklich, ne, weil Jesus ersteht oder irgendwie, es gibt dann so eine Auferstehungsgeschichte dazu. Und dann so, Weihnachten vielleicht noch, aber nicht Ostern, ne? Weil das ist so der wichtigste Feiertag für die gläubigen Christen, Katholiken vor allen Dingen, Katholiken. Und dann hat er das in England gemacht. Und das stand dann zuletzt eben in seinem Heimatort, im tiefsten Ostdeutschland und funktioniert. Also es ist, wie du sagst, also jeder denkt sich irgendwas dabei und das Erstaunliche ist, niemand fühlt sich abgefuckt christlich. Also da hat er tatsächlich den Ton getroffen, erstaunlicherweise, ja. Ja, Marc, es war wirklich mega spannend, aber irgendwann müssen wir zum Schluss kommen. Es ist jetzt schon 1,5 Stunden plus, ist schon über unserem Zeitlimit, aber war wirklich mega spannend. Tausend Dank, dass du hier warst, auf jeden Fall. Bleibst du bitte noch 2 Minuten dran? Und für die Zuhörer sage ich tausend Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.